Und hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu Sims. So, das MC Command Center, ja. Okay, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wie alt ist denn die kleine Cici? Oh, wir haben noch 10 Tage mit ihr als Kleinkind. Wie sieht's mit ihren Fähigkeiten aus? Okay, sie braucht noch Fantasie und Denken, aber innerhalb von 10 Tagen sollten wir das hinkriegen. Okay, dann drücke ich mal auf Play. Ich glaube, die Familie wird dann erstmal schlafen. Und hallo Stitch, herzlich willkommen. Und ja, dann werden wir uns dem Familienalltag wieder widmen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas vorhatte. Hatte ich irgendwas geplant? Hatte ich irgendwie gesagt, dass wir irgendwas vorhaben? Naga Rave. Habe ich da gerade Musik aus der Behausung von Ratti 2 gehört? Dieser Naga beweist, wie gut sich diese Kreaturen seit dem Hamstertanz der 80er weiterentwickelt haben. Okay. Okay. So, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Dreck. Und der gute Flynn ist wach geworden. Warum hat... Ratti hat Hunger, aber Hunger ist okay. Aber wir können auch kein Hunger auf... Also kein Futter nachfüllen. Ganz seltsam, aber okay. Dann kann er jetzt mal nachdenklich duschen, dann auf Toilette gehen, dann kann er Zähne putzen. Dann kann er die Wäsche mit runternehmen. Und wenn er dann unten ist... Ja, da macht er Frühstück für alle. Ich weiß, dass es das erste Mal kein gutes Ende genommen hat, als Flynn gekocht hat. Aber wir probieren es einfach nochmal. Er wird einfach... Ach, was kann er denn zum Frühstück machen? Ach, er macht einfach Tofu-Tacos. Und zwar eine... Wir sind wie viele Leute? 5. Eine große Familiengröße. Hallo Kari, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderbaren Tag. Und seid topfit für die Legacy Challenge. Okay, Don ist auch wach. Dann kann Don hier auf Toilette gehen. Dann kann er hier eine erfrischende Dusche nehmen. Dann wird auch Zähne geputzt. Und dann kann er hier die Wäsche mit runternehmen. Aber davor kann er mal hier das Chaos aufräumen, was Cici hinterlassen hat. So. Dann müssten wir ihm natürlich noch was zu erledigen geben, während Flynn das Frühstück macht. Dann macht er einfach die Wäsche. Sir Betty ist noch hier, ja. Sie ist Betty. Ich bin ein bisschen stolz. So. Erst verspielt. Naga Spielzeit, weil mit Naga gespielt hat. Für einen kleinen Naga ist ein bisschen Spielen eine ganz große Sache. Richtig süß einfach. Und wieder gewachsen. Sie werden so schnell groß. Immer wenn sie wachsen und lernen, sollte man einen Moment innehalten. Wegen Anstieg einer kleinen Kindfähigkeit auf Level 3 oder 5. Ja, auf die kleine Cici sind alle ganz stolz. So, wer wacht denn als nächstes auf? Wahrscheinlich Stella. Ja, die anderen beiden Mädels. So, dann könnte... Also wenn er hier oben fertig ist, könnten wir Daisy, hieß sie glaube ich ja, könnten wir Daisy hier duschen schicken. Dann kann sie dort auf Toilette gehen und dann einmal Zähne putzen. Und Stella kann sich dann hier fertig machen. Sie kann aber in der Dusche singen, weil ich möchte auf jeden Fall noch, dass sie die Singfähigkeit ein bisschen ausbaut. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn mit ihren Fähigkeiten aus? Wie sieht es denn mit Singen aus? Level 4, na da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Okay, ich glaube, dafür bräuchten wir ein Mikrofon. Ich weiß aber auch nicht, wie teuer das ist. Das heißt, muss Don heute arbeiten? Nee, heute muss er nicht arbeiten. Das heißt, er kann dann nachher wieder so einen Gelegenheitsjob machen. Und dann... Oh, sie hat auch mega Hunger. Ich würde tatsächlich... Nee, das mache ich gleich. Ich würde tatsächlich einmal hier so ein... Nee, das wollte ich jetzt nicht. So einen Kleinkindstuhl holen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber... Was sind sie denn? Passt der von der Farbe? Naja, eher weniger. Das ist okay. Und dann wollte ich noch ein Mikrofon holen, damit Stella ein bisschen singen üben kann. Wenn ich nur wüsste, da ist das Mikrofon, das königliche Mikro. Ja, das ist sogar gar nicht so teuer. Das stellen wir dann einfach... Hallo, genau. Hallo Jakob, Lise, herzlich willkommen. Das stellen wir einfach hier oben neben den... Computer und hier ändere ich die Tapete, weil das ändert mich, ich kann heute nicht mehr reden. Das ärgert mich schon die ganze Zeit, dass ich das noch nicht gemacht habe.
Ja, ich glaube, wir machen das ganz schlicht und einfach. Ja, das passt so. Dann machen wir das noch und das. Dann ist alles schön einheitlich und schön. So, haben wir eigentlich ein Töpfchen? Ja, das steht da oben. Alles klar, dann... Okay. Dann, wieso geht's jetzt nochmal duschen? Warum geht sie jetzt baden? Ich verstehe es nicht. Aber okay. Hat er dann überall die Wäsche geholt? Ja, sieht so aus. Dann kann er Wäsche waschen. Dann kann er Betty die Freundschaft anbieten und sie dann einfach mal mit einem Leckerchen füttern. Und dann kann... Doch, dann kann sich jeder was zu essen nehmen. Qualität schlecht, aber damit müssen sie einfach klarkommen. Ich bin zumindest froh, dass er die Küche nicht abgefackelt hat. So, aber vorher, bevor sie sich was zu essen nimmt, könnte sie theoretisch Sisi Essen geben. Und zwar kriegt sie ein Erdnuss-Butter-Gelee-Sandwich. Und dann kann sie selber was essen. Können wir sie weg? Müsste eigentlich, oder? Okay, sie macht das jetzt automatisch. Sehr gut. Ich frage mich, warum die Familie sich nicht einfach an den Tisch setzt und stattdessen vor dem Fernseher ist. Kannst du bitte Sisi hier absetzen? Sisi ist sehr hungrig. Ja, das weiß ich. Kannst du sie aber bitte mal in den Kleinkindstuhl setzen? Also wirklich, ich gebe dem Stuhl nicht häufig eine Chance. Aber diesmal schon. Und dann soll es auch bitte funktionieren. Irgendwie funktioniert das nicht. Okay. Wieso geht das nicht? Ach, sie hat sich das Sandwich geholt. Ja, okay. Warum kaufe ich überhaupt Sachen für das Kind? So, aber zumindest ist sie dann zufrieden. Sie ist traurig, weil sie auf Toilette muss. Ja. Okay, sie kann schon allein aufs Töpfchen gehen. So, die beiden besuchen dann die Oberschule. Und dann... Ja, es ist 8 Uhr, dann kann Don einfach mal... Wo ist es denn? Einen Gelegenheitsjob finden. Hallo Gracie Macy, herzlich willkommen. In meiner Disney Legacy Challenge zieht Cinderella jetzt in eine WG, weil ihre Eltern gestorben sind und alle Geschwister ausgezogen sind. Ich habe die Lebenszeit schon auf lang und trotzdem geht alles so schnell. Ich habe sie halt auf so einer mittleren Stufe und ich habe das Gefühl, es zieht sich einfach so extrem. Also ist eigentlich ganz cool, dass das so verhältnismäßig schnell geht. Bezahlung, okay, das pro Stunde, Level 5 der Malereifähigkeit, hat er natürlich nicht. Okay, das ist Bezahlung, 81, Level 4 Fitnessfähigkeit, das müsste er eigentlich haben. Bisschen Fitness da. Er hat Level 6. Okay, dann macht er das. Ah, nee, das ist auch noch Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Da hat er auch 5. Dann könnte er theoretisch das machen. Okay, wir machen das einfach. So. Sie isst erstmal schön. Und dann kann sie... Warum ist sie vorhin nicht auf Toilette gegangen? Okay. Ich hoffe einfach mal... Ich hoffe einfach mal, das passiert nicht. Und dann kann sie singen üben. So, die Kinder sind dann in der Schule. Und die gute Sisi geht dann mal aufs Töpfchen. Wann muss er denn los? Um 9 Uhr, okay. Ich bin gerade bei Dornröschen und spiele gerade was komplett anderes, weil ich gerade keine Lust mehr habe. Finde aber Dornröschen auch recht langweilig, was die Aufgaben angeht. Oh, ich habe die Aufgaben gar nicht mehr so im Kopf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich weiß die Aufgaben von... Schneewittchen und von Cinderella. Aber der ganze Rest. Ist Cinderella nicht Dornröschen? Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt? Ich weiß es gerade nicht. Okay, wenn sie auf Toilette war, dann kann sie... Was brauchte sie denn noch? Denken und Fantasie. Okay, dann kann sie Form studieren. So, sie geht dann erstmal auf Toilette, dann singt sie ein bisschen und dann kann sie da unten reparieren. So, und die beiden haben
Okay, die haben schon eins in der Schule. Alles klar. Wann haben sie Geburtstag? Es ist halt einfach echt so, dass Sisi am Ende das einzige Kind sein wird, was wir noch im Haushalt haben. Dann Röschen war die 100 Jahre geschlafen. Stimmt, stimmt. Ascheputte, oh mein Gott, Leute, ich habe das jetzt einfach verwechselt. Aber das passiert. Wir werden halt einfach wirklich Cinderella während ihrer gesamten Kindheit und Jugendzeit als einziges Kind im Haushalt haben. Das ist super seltsam irgendwie. Okay, sie hat eine verstopfte Nase. Ich dachte schon irgendwie, sie wäre schwanger oder so. Ich wäre die Wand hochgegangen. 7 Kinder reichen. Danach kommt Pocahontas. Das wird spannender. Oh, ich habe gar keine Ahnung mehr von der Reihenfolge. Ich weiß, du bist zu Tiana. Und ich bin schon sehr gespannt, was da noch alles kommt, weil ich mir gar nicht mehr alles so ins Gedächtnis rufen kann. DigiCon, ja, da kann unser Kind leider nichts mitmachen, deswegen lassen wir das erst noch. Dann kann sie die Post bekommen. Wir können die Bäume weiterentwickeln. Weiterentwickeln und weiterentwickeln. Oh, Qualität umwerfend. Richtig gut. Und dann können wir alle jäten und alles verkaufen. Was habe ich da eigentlich drin? Ach, da ist die Müllpflanze, oder? Ja, das ist die Müllpflanze. Was ist das? Der Simfruchtbaum. Okay, dann kann sie das auch jäten. So, Level 5 der Denkfähigkeit und wir kriegen schon wieder Post. Warum kriegen wir so viel Post? So, das heißt, sie brauchen noch Fantasie. Das sollte doch eigentlich einfach machbar sein, oder? Einfach mal ein bisschen mit Puppen spielen lassen. Wir lassen einfach ein bisschen die Puppen tanzen. So, und dann kann sie hier die Teile plündern. Und dann kann sie. Haben wir keine Mülltonne? Wir haben doch eine Mülltonne. So. Da, jetzt können wir das säubern. Okay. Okay. Was hätten wir hier eigentlich? Waren das Erdbeeren? Ja, Erdbeerstrauch. Okay, warum auch immer die geschützt sind, obwohl sie halt einfach draußen stehen, aber okay. Wir leben einfach damit. So, spielt sie weiter? Okay, sie spielt weiter. Sehr schön. Ein sehr, sehr artiges kleines Kind. So, tägliche Obergrenze für ein Lebensziel erreicht. Und er hat den Lebensstil gesellig freigeschaltet. Okay, also exakt wie seine Geschwister. Exakt so. Okay. Ja, Liam, tut mir leid. Wir können leider gerade nicht. Wir müssen uns ein bisschen um den Garten kümmern. Wie lange ist sie eigentlich noch? 75 Tage, bis sie Seniorin wird. Na gut. Was? Die Zeit ist reif, Rati 2. Hatte jemand einen Naga gesehen mit dem Namen Rati der Zweite? Sag ihm, dass er Don Landgrab seine Kohle rüberschieben soll, wenn er weiter unter seinem Schutz stehen will. Wer ist Don Landgrab? Nach einem guten langen Leben voller Leckerli und Streicheleinheiten hat Rati 2 ein hohes Alter erreicht und das Zeitliche gesegnet. Oh nein! Dann holen wir jetzt Rati 3. Neuen Naga kaufen. Die 300 Simoleons haben wir auch übrig. Und das war dann Rati der Dritte. Wir haben einen neuen Rati. Aber er ist an Altersschwäche gestorben. Das ist okay. Hallo, herzlich willkommen. Nein! Ja, Altersschwäche ist okay. Ratti hatte ein, er hängt auf die Wäscheleine, ein sehr, sehr langes und schönes Leben bei uns. Und jetzt ist Sisi deprimiert. Ich vermisse dich, Buddy. Ich werde deine kleinen Pfoten nie vergessen. Selbst der Verlust eines winzigen kleinen Lebens kann riesige Schmerzen verursachen. Oh. Die kleine Sisi ist traurig. Und jetzt kannst du mal bitte deinen Hund streicheln. Okay, ich dachte schon, sie tapst einfach in den großen Tierhaufen. Besser als vergessen zu füttern wie bei Ratti 1. Ja, das klingt nach mir. Warum kann ich die Sachen nicht wegwerfen? Dankeschön. Können sie eigentlich noch ein bisschen mehr interagieren?
Nachahmen oder nachmachen, was stand da? Nachmachen, ich hab alles dasselbe. Betty weiß gar nicht, was da gerade passiert. Das ist so süß. Alles wie gewohnt, ich schau deinen Stream mit meinen Hausaufgaben. Also alles, alles Paletti, alles beim Alten, alles gut. Das freut mich. Also kannst du das bitte noch aufwischen und dann bitte die Wäsche nach draußen bringen und dann aufräumen, das weglegen. Sisi hat soeben mit Betty Freundschaft geschlossen. Das freut mich. Dann kannst du die Schüssel füllen, die Spülmaschine beladen, falls ich irgendwas übersehen habe und dann kannst du Mittagessen machen. Und zwar macht sie jetzt einfach, ich scroll mal ein bisschen weiter nach unten. Sie macht Schlammkarpfen und zwar eine große Familiengröße. Misserfolg. Holdon. Toll. Er ist eine Heulsuse. Toll. Na naja, gut, dann kann er mal den Haufen wegmachen. Dann kann er mit Betty reden. Und dann. Naja, ich habe einen neuen Mod installiert, mit dem man mit mehreren Tieren. Ich weiß nicht, ob ich Don auswählen muss. Den habe ich noch nie ausprobiert. Mit mehreren Tieren in ein Rabbit Hole spazieren gehen kann. Okay, anscheinend muss ich. Ah ne, Betty geht. Okay. Betty geht gerade eine halbe Stunde allein, Gassi. Jetzt habe ich mich fast verschluckt. Okay. Das war nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber okay. Wir können unseren Hund allein Gassi schicken. Hat was? Hat auf jeden Fall was. Können wir mit Don irgendwie Geld verdienen? Hat er irgendein Hobby, was er benutzen kann, um Geld zu verdienen? Er hat Fitness. Er hat Erziehung Level 9. Aber ansonsten hat er Charisma Level 8 und ansonsten kann er einfach gar nichts. Nichts, womit wir Geld verdienen können. Na gut, dann lassen wir ihm nochmal reden üben. Sie kocht gerade, okay. So, sie ist deprimiert. Es war Zeit, schwarz zu tragen. Traurig, weil ich traurig bin. Du verstehst es eh nicht. Niemand versteht mich. Daisy ist ein bisschen melodramatisch, dramatisch. Wir reden nicht über meine Sprachprobleme. So. Okay, das sind keine Sims aus unserem Haushalt. Warum kriegen wir diese Nachricht? Aber sie kann jetzt noch mal ein bisschen mit den Puppen spielen, weil sie muss nämlich noch die Fantasiefähigkeit lernen. Und dann kann sie zum Essen rufen. Als ich diese Interaktion das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, ist das einfach niedlich. Das ist so unfassbar süß. Hanna, wie geht's dir so? Mir geht es sehr gut und ich hoffe, dir auch. So. Okay, Betty ist wieder vom Spazierengehen zurück. Ich habe keine Ahnung, wohin sie gelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, was ihr Ziel war, aber sie ist auf jeden Fall allein mit sich selbst Gassi gegangen und ich hoffe, sie ist glücklich. So, wie geht's euch sonst? Okay. Sie kann aber erstmal noch was essen. Und dann kann sie noch ein bisschen mit den Puppen spielen. Und dann geht sie schlafen. Hey Stella, ich habe Lust, heute etwas Neues zu lernen. Wollen wir zusammen in etwa einer Stunde einen Kurs besuchen? Nein! So, dann kann sie noch mal auf Toilette gehen. Warum bist du hier? Okay, sie ist. Bitte nicht das Kleinkind überprüfen. Okay, und er ist dann einfach.
Hä? Ich muss jetzt los. Übrigens hast du heute gut ausgesehen. Danke, aber wir haben dich nicht eingeladen. Wir kennen dich, glaube ich, nicht mal. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay, die Familie fängt jetzt einfach gemeinsam an zu essen. Außer Sisi, die ist schon fertig. Und geht jetzt noch ein bisschen spielen? Wobei. Nö. Wir lesen sie gleich in den Schlaf. Kannst du erstmal aufhören mit Essen? Dein Essen ist so. Okay, sie ist sowieso fertig. Aber dann kann sie, wenn sie auf Toilette war, noch ein bisschen an der Fantasiefähigkeit mit Sisi arbeiten. Okay, ich sehe gerade, das ist dreckig. Dann kann sie das kann er das säubern. Und dann kann er Betty baden. Mathe ist aber auch sowieso problematisch. Also zumindest finde ich Mathe immer ein bisschen problematisch. So, kannst du das dann bitte aufräumen und kannst du dich dann nützlich machen, das mal reparieren? Okay, sie braucht dann Spaß. Wie geht es meiner Favoriten, Sis? Du hast recht, ich brauche wirklich etwas. Ich brauche etwas Unterhaltung. Kannst du vorbeikommen? Nein, geh halt vorbei. Da muss ich zum Glück nicht mitkommen. Und du kannst die Wäsche weglegen. Willkommen zurück, Barney. Das Geschenk, aber das ich bekommen habe, ist leider abgelaufen, aber ich mag dich immer noch gleich gerne und werde trotzdem da bleiben. Dann die Emotes werden mir zwar fehlen, aber ja. Du kannst immerhin mit Kanalpunkten für 24 Stunden jeweils ein Emote freischalten. Und ich glaube, das ist gar nicht so teuer, oder? Also ganz weg sind sie ja nicht. Da muss er mal auf Toilette. Kann jemand... Gib Lauttraining fortsetzen. So, sie liest Sisi dann mal in den Schlaf. Das funktioniert? Okay, sie schläft. Sie ist fiebrig wegen Krankheit, Kopfschmerzen, Krämpfe. Ja, gut. Unserer guten Stella geht es nicht ganz so gut, aber sie wird jetzt trotzdem ein Figurengemälde malen. Irgendjemand muss ja das Haus nach Geld bringen, weil Donja schon ein paar Tage jetzt nicht arbeiten war. Sie kann dann mal hier oben auf Toilette gehen. Und dann kann sie... ein bisschen üben. Anna, bleib bitte so, wie du bist und du bist ganz toll, wunderschön, mega nett. Oh, danke schön, Lalalu, danke schön. Er hat die Tiererziehungsfähigkeit erworben. Okay. Gut. So, wie lange brauchst du noch zum Reparieren? Okay, schön, dass ich erst meckern muss. Alice Bear möchte vorbeikommen. Nein! Ich habe keine Lust mehr auf unsere Kinder. Was macht sie gerade? Ach so, okay, das war dieses, dass ich zu ihrem Bruder gehen wollte, aber das hat irgendwie nicht funktioniert und ich weiß selber nicht, warum. Irgendwie funktionieren diese Sachen nicht so hundertprozentig. Und ich weiß auch gar nicht mehr, von welchem Mod die kommen. Funktionsschaden sagt mir tatsächlich überhaupt nichts mehr. Also so gar nicht. Ist schon viel zu lange her, dass ich Mathe in der Schule hatte. Betty hat den Befehl, gib laut gelernt. Ja, das freut mich, das ist schön. Betty ist halt eine sehr intelligente kleine Hündin. So, dann kannst du das hier mal aufwischen, dann braucht es dein Kind nicht zu machen. Und, oh, warum ist sie denn traurig? Warum hat sie denn jetzt geweint? Weil sie fiebrig ist? Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Aber sie kann dann mal ihr Kind noch zudecken. Ich glaube, das gibt noch eine gute Emotion für sie. Und danach kann sie ein bisschen singen üben. Weil sie muss zwar ein bisschen Geld ranbringen, aber wir dürfen auch ihre Hobbys nicht vernachlässigen. Und Don möchte ein bisschen Sport machen. Das heißt, da ist unser Sportraum. Theoretisch hätte ich auch das Zimmer einfach nach unten verlegen können. Und dann hätten wir hier quasi die Ebene mit den Schlafzimmern und oben so ein Hobby,
Trainingsbereich, aber egal. Hallo Mama, herzlich willkommen. So. Unser Hund. Das ist einfach so typisch, unser Hund. Überspielen, in Pfützen belehren. Und dann kann Don ein bisschen trainieren und dann bitte schlafen gehen. So. Du kannst nochmal Leckerli an deinen Nager füttern, dann mit ihm spielen, dann beobachten, dann ein bisschen nach Nagern fragen. Rede einfach mal ein bisschen mit deiner Ratte und dann spiel nochmal mit ihm und dann kannst du auch schlafen gehen. Okay. Die ganze Familie wird einfach mitten in der Nacht wach sein. Ich sehe es jetzt schon kommen. So, dann bitte einmal schlafen gehen. So, du musst dann nochmal auf Toilette gehen und dann kannst du auch schlafen, wenn du da fertig bist. So. Okay, Cici schläft. Das heißt, sie kann dann jetzt noch ein bisschen singen üben und ich hoffe, das füllt ihren Spaß auf. Okay, sie scheint echt Fieber zu haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den 10 Minuten wieder weggeht, weil da steht 10 Minuten. Ansonsten müssen wir sie früh oder übel morgen mal zum Arzt schicken. Level 7 der Fitnessfähigkeit erreicht. Okay. Sie sieht doch gar nicht erschöpft aus. Gesundheit. Aber sie ist gar nicht mehr krank. Oh, Gefühle von Stella gegenüber Cici, absolute Verehrung. Stella möchte nur das Beste für Cici und findet sie einfach wundervoll. Dabei hatten wir doch eigentlich geplant, dass die beiden sich einfach streiten und dann nicht mehr miteinander klarkommen. Naja. Ich bin schon so alt, wir haben von unseren Mathelehrern zu hören bekommen. Kopfrechner ist wichtig, ihr habt nicht immer einen Taschenrechner dabei. Tja. Wenn wir damals gewusst hätten, dass es irgendwann mal Handys gibt. Das habe ich aber auch noch zu hören bekommen. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ich meine, man hat den natürlich nicht immer bereit, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mir dachte, oh, jetzt muss ich eine ganz knifflige mathematische Aufgabe lösen und ich habe mein Handy nicht dabei. Kann doch noch werden, Teenies sind anstrengend. Oh ja, das ist eigentlich eine gute Idee, dass wenn Cici zum Teenager wird, dass sie sich dann voll mit ihrer Mutter verkracht. Sie kann dann auch mal aufhören mit singen und ins Bett gehen. Hast du das Haus selber gebaut? Ja. Das Haus ist komplett von Grund auf selber gebaut. Okay, speichern. Speichern, damit hier nichts schief geht. Ich kenne das nämlich, wenn ich einmal nicht speichere, stürzt das Spiel ab. Wie lange spielst du schon an dieser Familie? Seit Oktober? Wenn ich jetzt mal rechnen müsste, dann schon insgesamt knappe 2 Tage. Also Spielzeit, 48 Stunden ungefähr. Wenn ich das jetzt mal so grob überschlage. Nee, gar nicht. 36 Stunden. Ja, so knappe 40 Stunden spiele ich schon in dieser Familie und wir sind halt immer noch in der ersten Generation. Ist fertig, wenn du bedroht wirst, Lösegeld gefordert wirst, dann bringt es dir auch nichts, dass du sagen kannst. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ja, so diese grundlegenden mathematischen Sachen verstehe ich halt auch voll, aber warum man alles Mögliche auch im Kopf ausrechnen muss, das verstehe ich halt auch nicht. Okay, Don ist halt schon wieder so früh wach. Na gut, dann haben wir zumindest keine Drängelei im Bad. So, dann wieder Zähne putzen. Wer ist denn noch wach? Ja, die beiden Teenies sind noch wach. Dann kann er auch nochmal duschen gehen, dann auf Toilette. Heute ist Mittwoch, das heißt, die Kinder müssen auf jeden Fall wieder zur Schule. Und sie kann dann hier unten duschen und auf Toilette gehen und Zähne putzen. Und dann... Ah, okay.
Sisi wird auch gleich wach. Okay, dann wird jetzt einfach Stella aufstehen und wird Frühstück machen, obwohl sie noch ein bisschen müde ist. Und sie macht Grillkäse in der großen Familiengröße, damit ihre Familie dann Frühstück kann. So. 6 Uhr morgens und die gesamte Familie ist einfach schon wach und unter der Dusche. Außer Stella. Die hat einfach gar keinen Bock mehr. Ich glaube, sie hatte tatsächlich von Anfang an der Challenge gar keinen Bock mehr. Weil wenn wir uns noch zurückerinnern, als sie die ersten Zwillinge bekommen hat, ist sie einfach gegangen. Sie hat einfach das Krankenhaus verlassen, ohne auch nur eins der Kinder mehr auf dem Arm gehabt zu haben. Und sie hat schon wieder gar keinen Bock. Es tut mir gerade ein bisschen leid, dass ich sie für meine Challenge ausgewählt habe, aber hey, so ist das Leben. Er ist beschämt. Massiver Ausbruch. Das ist Flynn sehr peinlich. Ja, dann müssen wir mal. Nee, was ist das? Hautpflege? Was können wir uns denn leisten? Wir haben 6710 Simoleons. Dann machen wir mal eine tägliche Behandlung. Dann kriegt sie das auch. Achso, okay, ich wollte gerade sagen, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Und Stella dann einfach auch, auch wenn sie gerade keine Probleme hat, aber wir kümmern uns um unsere Sims. So, und ihr könnt euch alle was zu essen holen. Perfekt. Nee, du hast jetzt auf zu kochen, nicht kochen. Okay. Ich finde das immer so blöd, dass die Sims Blattmaske aufsetzen. Okay. Oh nein, jetzt wird die gesamte Familie, ich glaube, jeden Tag um diese Uhrzeit diese Maske tragen. Oh Gott, nein, es tut mir so leid. Woran merkt man, dass die Sims keinen Bock mehr haben? Sorry, kenne ich mit Sims 4 gar nicht aus, habe immer nur Sims 2 gezockt. Sims 2 ist das beste Sims, was es gibt, muss ich davor sagen. Aber es ist normalerweise so bei Sims 4, dass wenn die Sims ihre Kinder im Krankenhaus bekommen, dass sie dann zu dem Babybett rübergehen, sie nehmen das Kind auf den Arm und dann gehen sie nach Hause. Und bei Stella war es so gewesen, dass sie die Zwillinge bekommen hat und sie ist einfach gegangen. Das hatte ich noch nie vorher, dass die Sims einfach gegangen sind. Und sie hat die Kinder nicht mehr angeschaut und ist einfach gegangen. Also sie hatte von Anfang an der Challenge gar keinen Bock darauf, 7 Kinder zu bekommen. Und ich glaube, jetzt ist es immer noch so. Also ich habe einen Mod installiert, wo sie anhand ihrer Emotionen immer anders aufstehen. Das heißt, da ist immer so eine kleine andere Aufstehanimation. Und sie ist jetzt auch gerade, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen sitzen geblieben. Und dann ist sie erst aufgestanden. Also sie hatte wirklich gar keinen Bock. Und Betty geht das mal alleine nach draußen. Tolle Mutter. Ja, ich meine, sie hat bisher 4 Kinder aufgezogen, die schon ausgezogen sind. Und die beiden sind auch auf dem besten Weg dahin. Nur Sisi war halt ein kleiner Nachzügler. Aber es ist okay. Sie ist eine okaye Mutter. Sie hat halt einfach nur jetzt nach 7 Kindern überhaupt keine Lust mehr. Und dann wird sie ein bisschen trainieren, weil wir haben ja gesagt, Midlife Crisis und dann hängt sie sich da richtig rein. Ich hoffe, sie ist schnell, weil sie muss aufs Töpfchen. Wir haben gerade Zinssätze und Kredite mit Raten und so. Nach 7 Kindern kann ich einen Durchhänger verstehen. Ja, ist halt echt so. Vor allem haben wir ja gesagt, dass sie eigentlich nach den 6 Kindern quasi mit der Familienplanung abgeschlossen hatte, aber Sisi war jetzt so eine kleine Überraschung. Und deswegen hatte ich quasi auch diesen Gedanken, dass sie sich dann halt später mit ihrer Mutter so viel streitet, weil die halt einfach ihre Ruhe möchte nach 6 Kindern. Sliva, danke fürs Folgen, herzlich willkommen. Und ja. Okay, wir haben Herbst. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich hier eigentlich solche warmen Sachen angezogen? Die heutige Post. Warum kriegen wir ständig Post? Sind wir irgendwie berühmt oder so? Ach, tatsächlich, wir sind berühmt. Und wir haben sogar noch einen Fähigkeitspunkt. Okay. 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 Gut. Naja, sie macht jetzt erstmal noch ein bisschen Sport. Don muss heute immer noch nicht auf Arbeit. Dann muss er halt wieder einen Gelegenheitsjob finden. Er ist halt einfach derjenige, der halt nur durch Gelegenheitsjobs Geld ranbringen kann. So, Putzen von Schätzen.
Level 5 der Charisma-Fähigkeit. Ja. Das machen wir. Das machen wir. Hallo Lilly. Ich hoffe, das ist richtig. Ich nehme mal an, dass Lilly richtig ist. Herzlich willkommen. So, sie macht es super. Sie zieht das gut durch. Bin stolz auf sie. Und die Kleine, die lernt auch fleißig aufs Töpfchen zu gehen. Okay, dann kann sie ein bisschen mit den Puppen spielen. Was ist denn bei ihr noch los? Ja. Ah, sie wird inspiriert, wenn sie unter der Dusche singt. Okay. Lange Nacht, Daisy steht ein extrem wichtiger Test bevor, aber die Schule war in letzter Zeit zu anstrengend. Soll sie mehrere Liter Kaffee trinken und für den Test büffeln oder einer leichten Aktivität nachgehen, um ihrem Hirn eine kleine Pause zu gönnen? Kaffee und büffeln. Leistungsverschlechterung. Okay. So, sie geht dann einfach mal runter und dann kann sie mal ein bisschen schweres Gewicht heben machen. Ich weiß nicht, ob das so gut für sie ist, aber Alice möchte vorbeikommen. Nee, spielend. Was spielend lernen? Ja, eine Warnung sollte ausreichen. Wir sind nicht so streng zu unseren Kindern. So. Ich wollte noch mal gucken, ob wir. Mein Gott! Wir haben Enkelkinder! Elsa hat ein Kind bekommen! Mit wem hat Elsa denn ein Kind bekommen? Mit Jonas Björksen. Oh, sieht er genauso aus wie sein Vater? Irgendwie sieht er komplett aus wie sein Vater. Aber wir haben das erste Enkelkind. Der kleine Marco Wittchen. Heftig. Ich dachte eigentlich, dass Alice als erstes ein Kind bekommt, weil sie ja schon verheiratet ist. Liam ist auch verheiratet mit Mickey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer ist noch ausgezogen? Louis ist auch schon verheiratet. Was ist los mit dieser Familie? Okay, wir warten, bis Don von Arbeit kommt und bis die Kinder von der Schule kommen. Und dann suchen wir Alice. Nee, es war nicht Alice, es war. Wer war das denn? Wer hat nochmal ein Kind gekriegt? Elsa war's. Die haben es mit dem Heiraten eiliger als die Mama. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben uns ja sehr viel Zeit gelassen mit der Hochzeit. Aber das ist okay. Das ist okay, man muss es ja auch nicht übertreiben. Hallo Hunde Queen, herzlich willkommen. Was ist alles passiert? Wir haben gerade herausgefunden, dass die gute Stella und der gute Don Großeltern geworden sind. Und nicht wie erwartet hat Alice das erste Kind bekommen, sondern Elsa. Und wir werden jetzt. Betty wurde von einem Stinktier besprüht. Okay, das heißt, wir werden Betty baden. Bestimmt 3000 Mal, aber okay. Dieser Hund einfach. Und dann werden wir die gute Elsa besuchen gehen, wenn ich herausfinde, wo sie wohnt, weil wir hatten sie eigentlich. Oh mein Gott, wo hatten wir sie untergebracht? Ich glaube, in Evergreen Harbor war das. Da hatten wir doch noch das Apartment runtergeladen, wo sie denn drin gewohnt haben, oder? Es kann aber auch sein, dass sie umgezogen ist. Ich bin mir nicht sicher. Stella hat einen Lebensstil gewonnen. Sie ist Stubenhockerin. Ja, ach was. Alle meine Sims sind Stubenhocker, weil ich einfach nie mit denen rausgehe. Okay, sie macht jetzt aber noch ein bisschen Sport, damit sie fit bleibt. Level 7 der Fitnessfähigkeit erreicht, sehr schön. Das ging relativ schnell. Okay, ich war jetzt ein bisschen irritiert wegen der Wolke. Das macht sie super. Sie ist deprimiert. Ja, weil ihr Hamster gestorben ist. Aber der Hamster ist schon vor ein paar Tagen. Oh, das sieht eklig aus. Wie lange muss er denn arbeiten? Dann kümmerst du dich mal ein bisschen um Ratti.
Wieso will sie eigentlich nicht mit ihrem Puppenhaus spielen? Ich verstehe das nicht. So. Hi Louis. Schön, dass du da bist. Du hast dich nicht angekündigt. Aber okay. Hast du eigentlich auch Custom Content oder spielst du nur mit den Packs? Ich habe nur die Packs, also kein Custom Content. Okay, sie spielt jetzt wenigstens ein bisschen mit ihrem Puppenhaus. Boah, das sieht so anstrengend aus. Ich habe ja so schon wenig Lust auf Sport, aber wenn ich das sehe, habe ich noch weniger Lust auf Sport. Und Betty stinkt. Betty stinkt einfach extrem. So. Stella Lobo klingt gut. Was hältst du davon, Stella? Wollen wir es ausprobieren und sehen, was dabei herauskommt? Sorry, aber ich empfinde nicht so. Geh weg. Wieso geht der CC-Befehl nicht? Moment. Okay, das Spiel läuft weiter. Ich wollte mich gerade sagen, ich hoffe, das Spiel läuft jetzt weiter. Jetzt müsste er funktionieren. Chima Ribba. Vinfina. Bullen Olga Dance. Ux Dupa. Brock the Pelzer. Ja, das mit dem Joggen. Wo geht's hier denn jetzt hin? Okay. Das mit dem Joggen mache ich meistens auch, aber. Das Laufrad macht es genauso und so kann sie noch ein bisschen Muskeln aufbauen. Also. So ist beides irgendwie mit drin. Weil sie muss ja nicht nur schlank werden, sie kann ja auch ein bisschen muskulös werden. Das ist ja in dem Sinne egal. Jedenfalls war Dons Auftrag ein großer Erfolg. Wir haben 488 Simoleons bekommen und 244 als Trinkgeld. Das ist schon sehr gut. So. Nee, theoretisch. Voilà. Er heult jetzt erstmal eine Runde und dann kann er sich um Ratti, den Dritten, kümmern. Wenn du noch CC hättest, würdest du im Creator Sim noch mehr crazy sein. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, aus Nachhaltig Leben, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Ich glaube, das ist aus Nachhaltig Leben. Ja, Nachhaltig Leben. Wohnt Don wieder dort? Er hat nie nicht hier gewohnt. Also die ganze Zeit über hat Don schon hier gelebt. So, dann kann sie das noch säubern. Und dann kommen bald die Zwillinge aus der Schule. Und dann können wir versuchen, Alice zu besuchen. Die Verantwortung von Flynn reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Sehr schön. Sehr schön. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Es gibt ja diese Sache, die ich tun muss. Ich werde dir später eine SMS schreiben oder dich anrufen. SMS schreiben ist halt auch so 2007. Okay. Sind alle glücklich und zufrieden? Nein? Egal, wir gehen jetzt Alice besuchen. Wir gehen jetzt einfach Alice besuchen, weil ich möchte das Baby kennenlernen. Ich glaube, sie wohnt in Evergreen Harbor. Und ich glaube, das war hier irgendwo... Ja. Oh, sie wohnen da mittlerweile zu viert. Na gut. Na gut. Nee, dann nehmen wir... Ja, Elsa ist ja sowieso dort, aber wir nehmen sie trotzdem mal mit. Stella nehmen wir mit. Liam kommt auch mit. Cici, Louis, Daisy und Flynn. Oder nehmen wir... Okay, Betty können wir nicht mitnehmen. Okay. Na gut. Okay, sie können wir nicht auswählen. Dann geht die ganze Familie, geht jetzt einfach zu Alice und sagen Hallo zu dem kleinen Baby Marco. Ich spiele jetzt auch die Disney Legacy. Ich dachte erst, sie kommt mit Don zusammen. Auf einmal kam ihr Nachbar und gleichzeitig ihr absoluter Traum an und hat an der Tür geklopft. Nun sind sie verlobt. Ah, Sergio kenne ich auch. Mit dem habe ich noch nie gespielt. Noch nie, aber er ist ja in Windenburg, glaube ich. Und den sieht man da sehr häufig. Ich dachte, er war nicht mal im Haushalt, weil die ganzen Kinder eingezogen bzw. geboren sind. Wir haben zuerst die 6 Kinder zur Welt gebracht, also die 3 Zwillingspaare, und dann ist das erste Zwillingspaar ausgezogen. Oh Gott, jetzt kommt die ganze Familie einfach angerückt. Und dann
Warum steht da ein Mülleimer? Warum steht das Kind da so mitten im Raum? Okay. Und dann, als die ersten Zwillinge ausgezogen sind, haben wir Sisi bekommen. So. Okay, sie kümmert sich erst um ihr eigenes Kind. Und dann kann Don mal mit seinem Enkelkind reden. Das ist so verrückt irgendwie, dass Don und Stella schon Enkelkinder haben und er hat irgendwie eine negative Beziehung mit sich selbst bekommen oder womit? Der kleine Marco. Direkt eingepennt. Don hat zwei Worte mit ihm gewechselt und er ist direkt eingepennt. So, kann Stella dann hingehen? Oder Daisy? Daisy kann auch mal angurren. Sie kann auch mit ihm sprechen. So, wunderbar. Wo ist sie jetzt hingegangen? Was, hä? Okay. Bis dann, Ella. Danke fürs Reinschauen. Da ist die Sisi schon als Kleinkind-Tante. Ich kann heute nicht mehr reden, Leute. Es ist furchtbar. Ja, das gibt's auch manchmal. Und sie ist nicht so begeistert, glaube ich. Sie ist ein bisschen verwirrt. Marco hat großen Hunger. Ja, dann wechsel mal die Windeln und gib ihm die Flasche. Es ist ja nicht so, als wäre das super effiziente Babypflege, hätten wir auch machen können. Als wäre das das erste Baby, um das sie sich kümmert. Ja, ich finde es halt schön, dass sie einfach zu viert wohnen. So, dann kann sie mal Erinnerungen über Ausflug sprechen. Ich habe keine Ahnung, von welchem Mod das ist. Ich wüsste es gerne, aber ich weiß es nicht mehr. Dann können wir nochmal über ein Feuer reden und können erzählen, dass ihr Bruder einfach versucht hat, das Haus anzuzünden. Dann kann sie mit ihr über Babys sprechen. Und Tipps zur Selbsthilfe als neuer Elternteil geben. So, und was kann sie dann noch machen? Debatte über die beste Windelmarke. So. Und hier ist der Rest der Familie. Und sie quatschen einfach ein bisschen. Wer ist das eigentlich? Sebastian Bär. Keine Ahnung, wer das ist. Das erste Kind sind Zwillinge, Alia und Yuri. Oh, voll cute. Was? Moment, 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 Moment. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh mein Gott. Die Wohnung wird ein bisschen klein für diese Familie. Und es kommt bald noch ein Kind, glaube ich. Oh Gott, was passiert hier? Mit einem Baby fühlen zu dürfen. Was ist mit denen los? Warum plötzlich so viele Kinder versuchen aufzumuntern? Über Ausgehen sprechen. Nach Entbindungstermin fragen. Zuspruch geben. Das ist kein Schokoladenbauch. Schade. Sie setzt sich einfach hin und guckt Fernsehen. Es ist ja vollkommen egal, was da gerade passiert. Sie möchte einfach ein bisschen Fernsehen gucken. Dempsey Command Center ist da echt heftig. Ja. Ja. Also wirklich, also ich finde es schön, dass sich die Sims-Leben weiterentwickeln. Aber das war jetzt ein bisschen unerwartet, weil wir sind eigentlich hergekommen, um den kleinen Marco kennenzulernen. Und dann müssen wir demnächst einfach nochmal herkommen, um dieses Baby kennenzulernen. Oh Gott, ich bin schon so gespannt, was es ist. Geselligkeit-Tipps geben. Quatscht einfach mal ein bisschen. Wir verbringen heute einfach den ganzen Nachmittag, Abend bei dieser Familie. Kann ich hier Essen machen oder stört das die Familie? Okay, das klang gerade richtig seltsam. So, sie kann dann auch mal mit ihr über Babys sprechen, weil das ist anscheinend. Was ist da gerade passiert? Was ist da? Warum? Hä? Warum?
Wir stellen uns einfach mal fröhlich vor und ignorieren, dass da gerade Herzchen über ihren Köpfen waren. Was passiert hier? Okay, ihr erster Eindruck von... Okay, ist schon wieder weg. Ich habe den MC Command Center nicht. Wer macht denn die Enkel? Was ist denn hier los? Achso, sie möchte... Okay, dann kann sie mal zur Tagespflege gehen. Elsa hat ihn auch gerade massiert? Warte, was? Was ist da gerade geschehen? Ich bin verwirrt. Also, Sebastian und Alice sind verheiratet. Und anscheinend hat Elsa gerade Sebastian massiert und er hat mit Stella geflirtet. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen sehr verwirrt. wir fragen mal nach ihren Zukunftsplänen. Und dann führen wir ein sehr persönliches Gespräch. Wir ignorieren einfach, dass das passiert ist. So, dann können wir noch von Katzen schwärmen, über Interessen reden, quatschen einfach mal ein bisschen miteinander, über Geschicklichkeit reden. Insider-Witz. Verschwörungstheorien mitteilen. Macht einfach. Quatscht einfach mal kurz. Bitten, Baby zu fühlen. Und dann können wir auch langsam nach Hause gehen. Also ich würde sagen, dann schicken wir sie langsam nach Hause. Das gibt Drama. Ich bin schon gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also, ich weiß nicht, wen sie da in unsere Familie reingeheiratet haben. Aber das wird sehr interessant werden, glaube ich. Das wird definitiv interessant werden. Okay. Sie redet noch ein bisschen mit ihren Kindern. Ich glaube, so wie sie rumläuft, könnte es sogar morgen, also Donnerstag oder Freitag, soweit sein, dass sie das Kind bekommt. Das heißt, wir werden dann bald nochmal hier vorbeischauen müssen. Was passiert hier? Sie haben neue Gefühle bekommen. Absolute Verehrung. Sehr schön. Und hier? Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Sehr schön. Okay. Und ich sehe, da ist keine Liebesleiste dazu gekommen. Das ist okay. Willkommen zurück, Hunde Queen. Jetzt bitte einmal alle nach Hause gehen. Dankeschön. Geht sie auch nach Hause? Ja. Von wem ist Elsas Baby? Jonas Björksen. Das hatte ich vorhin schon nachgeschaut. Ich habe es aber vergessen. Jetzt hatte ich ganz kurz Angst, dass es das Baby von Sebastian ist. Das wäre so ein Drama gewesen. Oh Gott, ich bin gerade echt froh, dass es nicht der Fall ist. Also, ich hoffe, das bleibt so. Warum ist sie Stäbchenprofi? Weil er perfekt mit Stäbchen essen kann. Okay, können wir das nicht eigentlich... Da, Besteckpräferenz. Ah, okay. Sie isst schon mit Stäbchen. So, dann kann die gesamte Familie jetzt bitte einmal ins Bett gehen. So, was ist mit ihr? Oh, sie hat sehr großen Hunger. Wir haben nichts gegessen, Leute. Wir haben einfach nichts gegessen. Ansteckend. Dieser Sim kann Krankheiten verbreiten. Oh, er hat die Grippe. Oh nein. Oh nein. Er soll erstmal schlafen gehen. Muss er morgen arbeiten? Natürlich, 14 Uhr. Dann schicken wir ihn vorher nochmal zum Arzt. So, sie kann dann mal aufs Töpfchen gehen und dann geht sie bitte einfach schlafen und wir ignorieren das mit dem Hunger noch ein bisschen. Das stürmt ganz schön. So. Speichern. Alice hat geschrieben, es ist Zeit für meine Geburtstagsfeier. Ich hoffe, du kommst, Stella. Du kommst doch, Stella. Ja, hast du mal geguckt, dass es fast Mitternacht ist? Und sie hat in eine Bar eingeladen und sie ist schwanger. Also, okay, sie muss jetzt auf Toilette, aber danach bitte schnell wieder schlafen gehen. Dankeschön. Elsa und Sebastian sind nicht zusammen. Alice und er sind verheiratet.
Also ihre Zwillingsschwester ist mit ihm verheiratet, aber das wird noch lustig, Leute. Das wird noch lustig. So, dann kann sie bitte einmal schlafen gehen. Sie hat aber schon schön abgenommen, glaube ich, oder? Aha. Okay, sie ist dann schon wieder fast putzmunter. Dann kann sie jetzt mal duschen gehen, auf Toilette putzen. Dann kann sie das aufräumen. Und dann kann sie das leeren, das aufräumen. Und ihr Bruder ist nämlich auch fast wach. Das heißt, er kann. Ah, nee, vielleicht nicht. Säubern, verwenden und Zähne putzen. Bis dann, Vani, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. So, und dann kann er kochen. Und zwar macht er dann einfach einen Gartensalat. Ich habe nämlich Angst, dass er irgendwas anzündet. Wir kennen diese Familie. So, und er ist dann auch wach. Das heißt, er kann mal hier eine erfrischende Dusche nehmen. Wieso sind die Sims eigentlich immer um 4 Uhr wach? Aber die haben sich doch vorhin geküsst. Wirklich? Ihr seht viel mehr als ich. Mir ist es gar nicht bewusst gewesen. Was ist denn das für ein Drama, was sich hier anbahnt? Ich verstehe es nicht mehr. Ich habe gestern Rosen bekommen. Oh, wie schön. Oh, ich liebe Rosen. Rosen sind einfach die schönsten Blumen, die es gibt. Meiner Meinung nach. So, den macht mir sauber. Sie machen das so toll. Ich bin so stolz auf diese Familie. Dann kann sie das dann auch wegwerfen und dann kann sie. Keine Waschmaschine verfügbar. Aber die ist doch nicht voll. Nee, ich wollte nicht, dass sie auf Toilette geht. Ich wollte das machen. Ha. So, und dann. Da noch. TV-Staffelpremiere, okay. Dann kann die Familie jetzt einfach gleich noch ein bisschen Fernsehen schauen. So, er kann dann auch nochmal Fernsehen schauen. Und wenn Stella dann ausgeschlafen ist, kann sie das auch machen. Nee, Alice ist schwanger. Elsa ist ihre Schwester, die schon ein Kind bekommen hat. Gucken jetzt mal nach. Nee, das Kind ist noch nicht da. Okay. Ich werde das jetzt ein paar Mal am Tag checken. Damit ich nicht verpasse, wenn es wieder Nachwuchs in dieser Familie gibt. So. Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Könnten wir ihn jetzt vielleicht auch irgendwann mal wieder was Richtiges kochen lassen? So richtig mit, er muss an den Herd oder. Schwierig, oder? Ich glaube, das ist schwierig. So. Wenn er gegessen hat, dann kann er einfach mal zum Krankenhaus gehen, weil er ist wirklich krank. So, das heißt, Slice of Life, Körperpflege, lässt sich im Krankenhaus behandeln. Kostet uns natürlich ein bisschen was, aber kann man nichts machen. So, sie kann dann wieder in der Dusche singen, kann dann die Toilette benutzen. Sie kann mal aufhören mit Schlafen. Ist zwar noch nicht ganz munter, aber sie hat auf jeden Fall Hunger. Hab halt noch nicht alle Namen drin. Hundequeen, mir geht's genauso. Mir geht's einfach genauso. Ich spiele diese Familie schon seit mehreren Stunden und ich habe keine Ahnung, wer wie heißt. Also, es sind einfach viel zu viele. Es sind viel zu viele. Kann sie jetzt vielleicht mal nach unten gehen und was essen? Kann er vielleicht mal aufhören und ins Krankenhaus gehen? Okay. Okay, ich habe soweit alles unter Kontrolle. Außer unseren Hund, aber das ist okay. Das ist okay. Sie spielt einfach nur ein bisschen draußen im Regen. Ist sie jetzt zum zweiten Mal? Nee. Okay, das heißt, sie isst jetzt. Dann kann sie aufs Töpfchen gehen. Und wenn Don wieder da ist, kann er sie dann ein bisschen baden. Okay, die Äpfel bringen jetzt nicht ganz so viel Geld. Reicheten. Wieso kriegen wir immer Post?
verstehe das nicht. Nee, das ist die Taste. Ah, wir kriegen diese Promiserien. Können wir verkaufen, aber die bringen leider nicht so viel. Eigentlich gar nichts. Schade. Könnten theoretisch noch ein paar Apfelbäume pflanzen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hier in der Ecke. Bis gleich, Lalalü. Irgendwie bringt der Rest nicht so viel. Betty hat gelernt, nicht in Pfützen zu spielen. Sehr schön. Okay, sie war jetzt schon auf dem Töpfchen. Sie ist noch dabei, sich um ihre Pflanzen zu kümmern. Oh, das sah nicht so gesund aus. Wer hat denn noch nichts gegessen? Ganze Familie hat gegessen. Okay, dann packe ich das weg. Und dann kann er Sisi baden, wenn er wiederkommt. Ist er gesund? Sehr schön. Okay. Sie macht derweil den Haushalt ein bisschen und dann kann sie ein bisschen mit Betty spielen. Ich liebe diese Küche immer noch. Ich finde die so schön irgendwie, obwohl sie so simpel ist, aber ich finde die trotzdem so super. Gut, dann haben wir noch einen Apfelbaum, der natürlich da vorne gepflanzt wird. Alles klar, okay. Kein Problem. Kein Problem. Wir akzeptieren das einfach. Das kann ich auch verkaufen. Wieso laufen sie jetzt erst nach draußen? Und Don muss in einer Stunde auf Arbeit sein. Okay. Dann kann er aber noch. Komm. Sisi im Schaumbad baden, bitte. Alice möchte vorbeikommen. Dann lassen wir das mal zu, um zu gucken, ob das Kind da ist. Und dann werden wir vielleicht erfahren, ob Stella schon wieder Oma geworden ist. So, dann gib mal der guten Betty ein Leckerchen und rede mit ihr. Und dann kannst du das Bild vielleicht verkaufen. So, wo ist Alice? Wo ist unsere Tochter? Hast du diese dunkle Wolke über deinem Kopf bemerkt? Nein. Ach so, da ist sie. Okay, noch kein Nachwuchs. Hallo Laxane, herzlich willkommen. Schaffe es heute auch mal wieder reinzuschauen. Das freut mich. Wie war dein Tag? Ich muss gerade ein bisschen daran denken, wie komisch das wäre. Ja, Don geht jetzt einfach auf Arbeit. Wenn Elsa von ihrem Mann auch ein Kind bekommen würde, bieten ihr meine Handmassage an. Und dann können wir hier die Toilette säubern. Okay, funktioniert das eigentlich? Hey Stella, ich bin Sebastian. Wie wär's mit einer Verabredung? Das ist der Mann unserer Tochter, die gerade hier ist und ein Kind von ihm bekommt, denke ich. Nein, danke. Können wir ihr irgendwie davon erzählen? Funktioniert es irgendwie? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Oh Gott, was passiert mit dieser Familie? Ich wollte gerade sagen, sie ist so normal gestartet, aber so normal ist diese Familie gar nicht gestartet. Können wir hier vielleicht auch mit unserer Tochter ein bisschen entspannen? Nee. Aber ich glaube, sie kann nicht so gut massieren. Okay, jetzt bricht sie ja noch die andere Hand. Es ist okay. Es ist einfach okay. So, die Kinder können ihre Hausaufgaben machen. Bisschen anstrengend, ein bisschen viel Zoom-Termin, aber sonst geht es gut. Hoffe, dir geht es auch gut. Ja, mir geht es super. Bis auf die Tatsache, dass unsere Sims ein bisschen anstrengend sind und der Mann unserer Tochter mit uns geflirtet hat, aber alles beim Alten.
So, dann können wir noch Tipps geben, können Komplimente über Kunst machen, ihren Tag verschönern, eine unglaubliche Geschichte erzählen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass Stella ja noch die Folge schauen muss. Okay, aber sie macht erst das, was ich hier aufgetragen habe. Das ist sehr schön. Die Premiere bitte angucken. So, die anderen haben das schon gemacht, oder? Liam fragt, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Nee. Heute mal nicht. So, okay, es gibt noch keinen weiteren Nachwuchs. Ich bin die ganze Zeit so gespannt, ob die Jungs auch langsam Kinder bekommen oder nicht. Sie ist eine Heulsuse. Okay. Was hast du heute mit deinen Sims vor? Also generell eigentlich nur, dass sie ein bisschen überleben, dass sie ein bisschen Geld verdienen, weil es ist bald wieder Montag. Also heute ist Donnerstag, aber es ist halt relativ bald wieder Montag und dann müssen wieder Rechnungen bezahlt werden. Und Alice bekommt ein Baby. Also Elsa hat schon eins bekommen, das haben wir gerade schon besucht gehabt. Und Alice kriegt auch eins. Und ich bin sehr gespannt, was es wird, wie es heißen wird und vor allem, wer der Vater ist. Das wird auf jeden Fall interessant werden, glaube ich. Okay, sie hat übrigens alle Fähigkeiten auf Maximum. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Jungs noch Kinder bekommen. Sieht schwer aus bei denen. Aber sie sitzt zumindest schon mal verheiratet. Okay, hat sie gerade. Sie hat gerade halt einfach direkt ins Haus gemacht. Na ja, gut. Wenn es Fähigkeit Level 2 erreicht. Alles klar. Wurde nicht gerade jemand von Liam angerufen? Seltsam. Egal. So, dann kann sie sich danach ein bisschen in die Sauna hauen und entspannen. Sie macht da Hausaufgaben, er macht da Hausaufgaben. Sie spielt mit ihren Klötzchen. Es ist alles beim Alten in dieser Familie. Dann kann sie mal über Prinzessinnen reden, über Kunst reden. Aber Jungs können schlecht schwanger werden. Ja, aber deren Frauen. Drama wie im richtigen Leben. Also ich bin froh, dass mein Leben nicht so dramatisch ist wie das der Sims. So, okay, sie bringt jetzt das Häufchen weg. Dann geht sie wütend auf die Toilette. Sie braucht ein bisschen Spaß. Dann kann sie auch mal in die Sauna gehen. Mach Sport. Jetzt hier einfach mal in die Sauna entspannen. Er kann dann hier oben ein bisschen mit Ratti spielen, ein bisschen mit ihm reden, nach seinem Tag fragen, nach Nagern fragen, Geheimnis erzählen. Willkommen zurück, Lalalü. So, und sie, Anne, sie geht dann ja. Irgendjemand sollte Betty noch ein paar Tricks beibringen, aber ich bin mir gerade zu unsicher, wer das machen soll. Aber sie redet auf jeden Fall erstmal mit ihrer Schwester. Geschichtenhilfe? Was ist denn Geschichtenhilfe? Die beiden passen farblich ganz gut zueinander. Meine Katzengang ist heute total unzufrieden mit der Futterauswahl und ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil es Katzen sind und Katzen sowieso immer wieder unzufrieden sind. Aber Alice ist jetzt auf jeden Fall nach Hause gegangen. Sissy kann sich jetzt mal ins Bad legen und schlafen. Ins Bad legen und schlafen, genau, ins Bett legen und schlafen. Sie ist fertig mit der Staffelpremiere, das ist sehr schön. Sie wollte doch gehen, warum geht sie nicht? Okay, sie genießt vielleicht noch ein bisschen die Natur. So, und hier wird endlich mal die Sauna verwendet, die ich in mühseliger Arbeit gebaut habe und die ich immer noch sehr cool finde. Das Leben ist kein Ponyhof. Halt die Ohren steif. Mutter des Jahres. Mit Daisy entspannen. Es ist total, es ist voll cute, wie du meinen Namen aussprichst. Dankeschön.
Ja, wer kennt's nicht? In der Sauna erstmal am Handy hängen. Natürlich. Es wird schon werden. Ihr geht jetzt einfach. Ist okay. Mit Freunden reden? Führen Sie jetzt Selbstgespräche? Zwillinge sind so anstrengend. Ja. Ja, das sind sie tatsächlich. Aber man gewöhnt sich dran. Also als Kleinkinder, mein Tipp, auf jeden Fall erstmal beibringen, dass sie Treppen laufen können. Der ganze Rest erledigt sich dann von alleine. Das mit den Windeln ist vielleicht noch so ein Problem. Aber der ganze Rest erledigt sich einfach von alleine. Okay, sie kann dann noch ein bisschen singen üben, weil sie ist jetzt anscheinend tiefenentspannt. Bei ihr hat das nicht so viel gebracht, sie ist immer noch aufgebracht. Aber dann kann sie noch einmal Reste essen. Wie sieht es bei ihm aus? Er hat auch noch ein bisschen Hunger. Nimmt er sich auch Reste? Ja, Frühstückseierlei isst er einfach zum Abendessen, aber es ist okay. Angewiesen werden? Was macht sie denn jetzt? Ach so, das wird schon werden. Okay. Und dann geht sie singen. Sie geht ein bisschen was essen. Und ja, er macht dann danach einfach die Schüssel nochmal voll. Und dann gehen sie schlafen. Braucht der Hamster noch was? Also die Ratte? Nee, naja, er kriegt noch ein Leckerli. So, und dann schlafen. Einfach schlafen gehen, Leute. Einfach schlafen gehen. Ein Kind schreit, wachen beide auf. Dann kannst du aber auch die Kinder in getrennte Zimmer packen. Dann wachen sie nicht auf. Sie haben ein Simoleon. Simoleon. Gott. Das wird wahrscheinlich sehr anstrengend werden mit einem. Gerade startet die neue Staffel von The Masked Singer und da ist ein total süßer Pinguin dabei. Ich habe halt wirklich noch nie eine Staffel davon gesehen. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, wie das funktioniert. Also wahrscheinlich um maskierte Sänger, aber ich hab das System dahinter noch nicht ganz gecheckt, weil ich mich damit auch gar nicht so wirklich befasst habe. Wunderschön. So, das heißt, sie kann jetzt eigentlich auch mal schlafen gehen. Was ist da denn? Ach so, Nebenwirkungen. Tja, so ist es halt, wenn man nach 7 Kindern keine Kinder mehr möchte. So. Don hat sich verletzt. Okay. Wenn er nach Hause kommt, kann er schlafen gehen. Wir könnten. Oh, er hat 1660 Simoleons verdient. Okay. Okay, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Er hätte aber auch. Er hätte befördert werden können. Was? Staffelpremiere war grauenhaft? Er hat doch auch geschaut, oder? Ach Mann! Toll. Atomare Rückstände entdeckt. Ja, Rati der Dritte, das ist super. Fantasie Sunshine, herzlich willkommen und danke fürs Folgen. Ein Gesangskostüm-Performance-Wettbewerb. Ah. Okay. Also sie haben Kostüme an, müssen dann gut singen und gut performen können, um weiterzukommen. Und irgendwann gewinnt einer. Theoretisch. Mein Twitch will schon wieder nicht mehr. Ich werde dementsprechend dann mal anders mal wieder reinschauen. Einen schönen Abend euch noch. Danke fürs Reinschauen, Gracie Macy. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dann hat sich Twitch wieder ein bisschen beruhigt. Ich finde die Kostüme einfach so cool. Da muss ich da auch mal reinschauen. Gerade wenn du sagst, da ist ein süßer Pinguin und Pinguine sind halt ultra niedlich. Dann lohnt sich das ja auf jeden Fall. Er macht dann einfach mal Würstchen und Bohnen. Ich hoffe, er zündet nicht das Haus an. Ich glaube, das wird schwierig. So, dann kann sie mal die Wäsche waschen und hier die Schüssel füllen. Sie ist auch schon wieder fast ausgeschlafen, sie auch. Das wird schwierig. Nee, sie kann dann einfach mal in der Dusche singen und da Zähne putzen. Und ja.
Wenn man nicht so gut singt, aber süß ist, kommt man vielleicht doch weiter. Also dreht es sich primär gar nicht darum, dass man gut singen kann? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ich muss sagen, mittlerweile habe ich die Familie gut unter Kontrolle. Ich bin ein bisschen beeindruckt von mir selbst. Habe ich nicht mit gerechnet. Okay, bitte zünde jetzt einfach nicht. Okay, er hat das nicht angezündet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, sie essen dann jetzt einfach mal. Dann kann sie sich jetzt auch Würstchen mit Bohnen holen. Und Don kann noch ein bisschen pennen. Es ist Freitag, er kann noch ein bisschen ausschlafen. Sisi ist sehr hungrig. Ja, deswegen soll sie jetzt nach unten gehen und was essen. In den vergangenen Staffeln waren auch immer Profisänger dabei, die teilweise absichtlich zu Beginn nicht so gut gesungen haben. Also nach welchen Kriterien wird dann entschieden, ob man weiterkommt oder nicht? Das ist noch nicht so ganz schlüssig gerade für mich. Muss man einfach nur süß sein? Muss man singen können? Muss man einfach nur das beste Kostüm haben? Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Daisy muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Flynn muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Okay, und sie möchte dann bitte einmal Gassi gehen. Das heißt, wir gehen spazieren gehen für eine Stunde. Und diesmal werde ich Stella mit auswählen. Dann gehen die beiden spazieren. Hallo Hanna, herzlich willkommen. Ach so, das ist so eine Sendung, wo man anrufen muss. Okay, das erklärt natürlich einiges. Ich dachte, es wäre jetzt so, dass da eine Jury sitzt und die entscheidet dann, ob man weiterkommt oder nicht. Und dann hätte es mich nämlich ein bisschen gewundert, wie das dann entschieden wird. So, und wenn sie dann Gassi war, kann sie sich ein Gericht nehmen. Kannst du bitte einfach nach unten gehen und dir was zu essen holen? Okay, macht sie jetzt. So, die Kinder gehen dann gleich zur Schule. Der Hund wird dann ausgeführt. Don ist fast ausgeschlafen. Läuft ganz okay, würde ich sagen. Muss er heute auf Arbeit? Nee, muss er tatsächlich nicht. Wird Cici heute noch älter? Höchstwahrscheinlich nicht. Also, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube heute noch nicht. Okay. Stella geht einfach allein, Gassi. Kann ich das abbrechen? Kann ich das dann nochmal machen? Spazieren gehen. 60 Minuten. Stella und Betty. Okay, jetzt funktioniert es. Sehr schön. Läuft hier auch und ich finde nämlich einen Pinguin auch so süß. Da muss ich das mir auch mal angucken. YOLO-Modus, sie rennt jetzt durch den Wald. Ein Kind schreit schon. Aber wir brauchen Pflanzen für Geld, because the cat is am Verhungern. Die arme Katze. Immer nur Geld für die Katze. Wie war dein Valentinstag, Anna? Wie jeder andere Sonntag auch. War kein wirklich besonderer Tag. Ah, okay, Don ist erwacht. Dann kann er mal kurz duschen gehen, dann geht er auf Toilette. Und dann nimmt er sich ein Gericht. So, was machen wir denn jetzt mit unserem Kind? Das Kind hat einfach alle Fähigkeiten ausgebaut. Mehr können wir wirklich nicht machen. Das ist ein bisschen schade. Weil sie kann da mit Puppen spielen. Du wiederholst den Test. Dann kann Don die Toilette reparieren. Und dann die Wäsche mal auf die Wäscheleine hängen. Ich hoffe, es regnet heute nicht. Heutige Vorhersage sonnig. Okay, es regnet heute nicht. Dann. Okay, Stella ist wieder zurück. Sie kann dann die ganzen Äpfel verkaufen. Hallo, MC Sauerkraut. Herzlich willkommen. Dann kann sie das verkaufen. Dann kann sie das auch verkaufen. Gruseltag ist morgen. Da können wir dafür jetzt schon schmücken.
Dekoration anbringen. Okay. Ratti ist sehr hungrig. Oh nein. Oh nein, da war wieder eine Explosion. Aha. Ich glaube, er wird verhungern. Ich glaube, Ratti wird verhungern. Hä? Macht sie jetzt auch mal was? Kannst du bitte nach... Ja, du hast Hunger. Kannst du bitte nach drinnen gehen und dir was zu essen nehmen? So, er kann dann die Post holen. Hallo? Ja, bitte bell sie noch ein bisschen mehr, damit sie was macht. Ah, okay. Interaktion mit dem Hund ist in Ordnung, aber den Rest macht sie einfach nicht. Okay, dann Objekt zurücksetzen. Dann geh jetzt bitte was essen. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut und ich hoffe dir auch. Okay, jetzt funktioniert das mit dem Essen, aber ich verstehe es nicht. Kannst du es weiterentwickeln, dann da alles verkaufen, hier alles verkaufen, dort alles verkaufen, da alles verkaufen und da alles verkaufen. Können wir schon Sachen weiterentwickeln? Nee. Okay, schade. Schade, Schokolade. Meine Katze hat sich gerade auch vor mich gesetzt, denn bei der Futterauswahl in der Küche ist sie der Meinung, dass sie auch verhungern muss. Oh, Katzen sind... Nein, Ratti, der Dritte, ist verhungert! Oh nein, wir haben heute zwei Rattis auf dem Gewissen. Nein! Na, dann holen wir noch einen Ratti. Das ist ein Ratti, der Vierte. Nein. Es gab schon drei. Es ist schon traurig, dass wir uns nicht um so eine Ratte kümmern können. Alles funktioniert. Sieben Kinder aufziehen? Kein Problem. Eine Ratte aufziehen? Wird schon schwieriger. Oh nein. Aber das tut mir immer voll leid, weil... Naja, eigentlich nicht, weil die Meldung kommt, oh, die Ratte ist hungrig und 5 Minuten später ist die Ratte verhungert. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht solltest du es erstmal mit einem anderen Haustier versuchen. Ja, unser Hund lebt noch. Die Betonung liegt anscheinend auf noch, weil so wie das mit Ratti läuft, kann das ja nicht mehr lange dauern, bis auch der Hund von uns geht. Aber sie kann dann mal auf Toilette gehen. Ach, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Warum sind Ratten so anstrengend? Ich wette, wenn wir uns einen Hamster geholt hätten, der wäre nicht direkt gestorben. Okay. Wir verkaufen jetzt erstmal noch alles. Ich liebe diesen Bereich immer noch. Moment, jetzt muss ich mal nachlesen. Die Katze ist gesaved, sie lebt noch. Sehr schön. Ich muss dir noch einen Gruß überbringen. Achso, da ist die zugehörige Nachricht. Also ein Gruß von Markus, er ist in Among Us spielen in einem Stream und er hat mich gefragt, wie Sims ist. Schönen Gruß zurück und Sims ist dramatisch wie immer. Nur meine innere Leere, die ich habe, ist mir im Weg. Oh, das tut mir leid, MC Sauerkraut. Das tut mir leid. Aber auf schlechte Tage folgen auch gute Tage. Auch wenn das in dem Moment vielleicht nicht so scheint. Aber die guten Tage kommen wieder. Ich habe vorhin einen Flammkuchen gegessen und danach Schokolade und bin gefühlt immer noch total hungrig. Boah, ich kenne das. In letzter Zeit, ich esse und ich bin eigentlich satt. Aber ich bin dann irgendwie doch hungrig. Wir haben vergessen zu gucken, ob schon das Enkelkind da ist. Punkt Nummer 1 ist, Marco ist zum Kleinkind geworden. Und er hat so eine fancy Sonnenbrille. Punkt Nummer 2 ist, es sind Zwillinge. Luisa und Eva.
Eieieiei. Ich würde sagen, die komplette Familie ist eigentlich komplett im Arsch. Aber wir gehen unsere Mädels besuchen. Es sind einfach Zwillinge. Sie wohnen dort einfach jetzt zu siebt. Nee, zu sechst. Die Brille von Marco. Okay, Cece kommt mit. Daisy kommt mit, Louis, Flynn, Liam und Stella. Die ganze Familie geht wieder hin. Gucke mal, wenn ich reingehe, aber bald ins Bett habe, Magenschmerzen. Hallo Rabenmama, danke fürs Reinschauen und gute Besserung. Umstyling. Nee, die NPC-Sims, die lasse ich so. Die können tragen, was sie wollen, ist mir egal. Wenn er diese fancy Sonnenbrille tragen möchte, dann trägt er diese fancy Sonnenbrille. Aber die gute Cece lernt jetzt mal ihren Neffen kennen. Und fragt ihn nach der Welt. Hast du keinen Mod mit Verhütungssystem? Doch, aber das interessiert die NPCs nicht. Das MC Command Center macht einfach, was es will. So, dann redet mal über Kunst, über Prinzessinnen, über Superhelden. Umarmt euch liebevoll. Oh Gott sei Dank, ich hatte schon Angst, dass wir herkommen und Elsa ist einfach schon wieder schwanger. Rede mal mit ihr, liebevoll umarmen, beste Freunde werden. Können wir nicht auch zum Haus gehen und Tür klopfen? Ah, okay, sie ist einfach ganz weit weg von ihrer Familie. Keine Ahnung, wer das ist. Wir ignorieren sie jetzt einfach mal. Sie hat die Tanzfähigkeit erworben, das hat sie sehr schön gemacht. Das hat sie wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Macht sie da. Okay. Sie flüchtet, wenn sie kann, ja. Definitiv. Luisa hat großen Hunger. Eva hat großen Hunger. Ja, ich, ne? Wenn ich nicht in die Wohnung rein kann, kann ich mich auch nicht um die Kinder kümmern. Kannst du bitte aktuelles Verhalten maßregeln? Anordnen, kein Chaos anzurichten. Bitte. Und dann bitte an die Tür klopfen. Sie hat Verantwortung gelernt. So, wo sind die Babys, um die wir uns kümmern können? Da ist eins. Nee, ist es nicht. Gott. Hier ist ein Baby. Super effiziente Babypflege und da kommen wir nicht hin. Wir kommen nicht zu einem zweiten Baby. Ich würde sagen, wir gehen dann schnell wieder, nicht, dass sie die Kinder abholen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Oder kann ich mich da rein teleportieren? Okay, sie kommt da tatsächlich nicht rein. Nee, nicht als Kopf festlegen. Kann ich nicht teleportieren mit dem Mod? Bin verwirrt. Ja gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich kann auch nicht bauen. Vielleicht. Okay, Leute, wir machen jetzt was. Speichern und so weiter verwalten. Wir werden diesen Haushalt aufsplitten. Nebenan die Wohnung ist, soweit ich weiß, noch frei. Wir werden einfach Elsa mit ihrem Kind ausziehen lassen in die Wohnung gegenüber. So, dann wohnen die Zwillinge nebeneinander. Und wir haben nicht so einen Stress mit neuen Haushalt. Und dann Elsa und Marco ziehen dann aus. Die geben ihnen mal 30.000, damit wir das ein bisschen einrichten können. Und dann lassen wir hier... wo mache ich das denn jetzt da? Hier ist eine Frau mit Kindern. Ich kann mich nicht erinnern, dass... Ich bin irritiert.
Nee, wir kaufen, dass man nicht möbliert und richten das dann entsprechend ein. So. Alt und auf den Boden klicken und dann auf teleportieren. Das habe ich gemacht. Hast du schon das neue Geisterpack und davon etwas im Spiel integriert? Ich habe das Pack, aber ich habe noch nichts im Spiel davon gesehen. Oh Gott, jetzt heißt es wieder, ich muss das Apartment finden. Galerie. Zimmer. Ja, das ist halt jetzt ein Problem, ne? Hashtag Evergreen Harbor. Keine Ergebnisse gefunden. Ja, toll. Schön, weil es falsch geschrieben ist. So, welches ist denn bitte die Wohnung, die wir hier haben? Ist das die 402? Das sieht aus wie die 402. Ich schau mal, ob das passt. Theoretisch müsste das passen. Aber irgendwie passt das nicht. Warum passt das nicht? Warum kann ich das nicht platzieren? Da 402. Kann aufgrund von befestigten Objekten nicht platziert werden. Move Objects. Nee, Moment, B-Punkt. So. Ah, okay. Okay. Ja gut. Das passt aber nicht für uns. 402 war's. Ich glaube, das passt dann auch nicht. Das wird dann höchstwahrscheinlich nicht passen. Okay, irgendwie hat sich das gerade alles überschnitten. Ich lösche mal die Wände raus. Und die Türen, damit sich das nicht überschneidet. Hallo, hallo, hallo. Ich möchte das bitte löschen. Dankeschön. Wir brauchen die 402. Ist alles ein bisschen... Also wir brauchen da zwei Schlafzimmer. Das zwei Schlafzimmer? Ich habe keine Ahnung. Gucken es uns einfach mal an. Nee, hat es auch nicht. Tja. Ich glaube, da müssen wir selber ein bisschen kreativ werden. Und entfernen einfach das Wohnzimmer. Ist zwar in dem Sinne ein bisschen doof, dass dann kein Wohnzimmer da ist, aber was willst du machen? So. Dann bauen wir das hier alles noch richtig. So, hier kommt noch die Tapete dran. Da kommt noch die Tapete. Es soll halt nur halbwegs so aussehen, als könnte das ein Zimmer sein. Beziehungsweise eine Wohnung, wo Elsa wohnt. So. Wir packen einfach schon mal ein Kleinkinderbett rein. Ich stelle das einfach alles mal kurz hier rein, damit das Kind zumindest halbwegs versorgt ist. So, und dann noch... Was sind die Spielsachen? Da sind die Spielsachen. Das und das. Fertig. Okay. Dann müssen wir jetzt nur... Als ungespielt müssen wir sie nicht markieren. Okay. Dann haben wir die falsche Wette ausgewählt, natürlich. Hallo Suna, herzlich willkommen. So, hier sind wir. Dann da, da. Und dann wechseln wir zur Familie. Alles klar. Damit hat die gute Alice jetzt auch ihr eigenes Reich, weil das war furchtbar. Mit dem Cheat kannst du bauen. Okay, dann werde ich das gleich mal machen, damit ich da die Betten zumindest wegmachen kann. So, wie war der BB? Enable Free Build On? Okay. Okay.
Brauche ich auch nicht ausmachen. So, dann machen wir das jetzt nämlich so, dass wir hier das Bett einfach rauslöschen. Und dann platzieren wir die Zwillinge. Das nächste Zwillingspärchen da rein. Und der Mülleimer, der kommt ja auch mal ein bisschen zur Seite. So. Jetzt müsste theoretisch alles funktionieren. So, nee. Okay, ich wollte gerade sagen, okay, ich glaube, sie möchte sich um ihr eigenes Kind kümmern, aber anscheinend doch nicht. Dann kann sie die schmutzigen Windeln wechseln. Ich speichere erstmal. Und dann... Irgendwie finde ich das voll schön, dass die Mädels, die Zwillingsmädels, direkt nebeneinander wohnen. Weil sie haben sich, glaube ich, auch richtig gut verstanden, als sie noch Kinder waren. Von daher passt das auch ganz gut eigentlich. Dass sie hier quasi direkt nebenan wohnen. Eigentlich schön, dieser Gedanke. Bitte einmal mit Flasche füttern. Und dann können wir über einen Ausflug sprechen. Über Elternmagazin reden. Ich sorge mich um dich. Warum auch immer. So, sie ist ein bisschen müde. Aber sie könnte theoretisch hier ein Nickerchen machen. Macht es einfach mal. Warum hängen da Bilder? Achso, okay. Okay. Ich verstehe. Sie macht da einfach ein Nickerchen. Das ist vollkommen okay. Der gute Don. Kann er mal auf Toilette gehen. Da liegen noch Uni-Aufgaben. Dann kann er da ein bisschen Apfelmus essen. Sie müsste auch auf Toilette. Hallo Maria, Elisa, herzlich willkommen. Was habe ich verpasst? Du hast verpasst, dass wir 3 Enkelkinder haben mittlerweile. Einmal hier ein Zwillingspärchen namens Eva und Luisa. Und einmal einen Enkelsohn namens Marco. Also die Familie, die vermehrt sich. Schneller, als man das eigentlich möchte. Okay, dann können sie immer eine schnelle Mahlzeit essen. Ich denke mal, das ist okay. Apfelmus einfach mal ein bisschen. Okay, sie muss auch auf Toilette. Ich habe diesen Jungen im Auge. Der Enkelsohn hat kein Bett, oder? Die beiden wohnen hier drüben und da habe ich gerade ein Bett reingestellt. Also er hat ein Bett. Die beiden sind ausgezogen. Also ich würde sagen, wenn wir hier gegessen haben und auf Toilette waren, also wenn hier die Familie gegessen hat, dann gehen wir nochmal eine Wohnung rüber. Und dann gehen wir einfach zur anderen Tochter nochmal kurz. So, ein Nickerchen machen. Ich finde tatsächlich diese Wohnung sehr schön eingerichtet eigentlich. Zumindest besser als die drüben, aber was willst du machen, ne? Die haben halt nicht so viel Geld. So, ist die Familie satt? Toilette kann ja auch drüben gehen. Haben die Jungs auch schon Kinder? Eigentlich nicht, aber wir haben gerade... Nee, das sind nicht seine Kinder, das sind die Kinder seiner Frau. Okay. Okay. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass sie auch... Moment, Haushalt... vielleicht habe ich vergessen, Alistair einziehen zu lassen? Anscheinend? Habe ich sie denn nicht einziehen lassen? Doch, sie wohnen da. Warum stand da jetzt gerade Haushalt einziehen lassen? Ich bin verwirrt. Na gut. Na gut, die gut, die gut. Vielleicht. Vielleicht liegt es daran, dass sie noch nicht zu Hause ist. Dann gehen wir halt einfach morgen bei ihr vorbei. Ich dachte, der gehört zu denen. Sie haben ja auch bis gerade eben noch dort gewohnt. Und da hat er auch kein Bett, aber wir haben sie halt rüberziehen lassen. Der Pinguin kann leider nicht so gut singen. Oh. Aber vielleicht kommt er weiter, weil er ein Pinguin ist. So, können wir da jetzt nicht Apartment besuchen? Wir gehen jetzt einfach vorbei und nehmen Alice nicht mit. Ich finde tatsächlich ein bisschen schade, dass man diese Grundstücke, diese Wohnungen, die nebeneinander liegen, nicht gleichzeitig besuchen kann. Das wäre halt einfach mega angenehm. Das wäre mega schön. Aber okay, dann sparen wir uns halt einfach diesen nächsten Ladebalken nicht, sondern klopfen hier drüben und haben dann den nächsten Ladebalken. Das finde ich echt ein bisschen schade. Kleinkinder brauchen ein Kleinkindbett. Okay.
So, dann bitte einmal an der Tür klopfen. Das ist die Wohnung. Komm rein. Sehr schön. Besonders dieses Zimmer ist wundervoll eingerichtet. Okay, wer ist das? Daisy. Warum hat. Habe ich Daisy diese Sachen gegeben? Anscheinend schon, oder? Ich habe Daisy diese Sachen bestimmt gegeben. So, sie kann dann nochmal mit ihrem Neffen reden. Über Dinosaurier reden. Antihydrationserinnerung. So. Und dann kann Stella sich mal ihrem Enkelkind vorstellen. Wieso kennen sie sich noch nicht? Könnt alle mal Hallo zu eurem Enkel, Neffen sagen. Noch haben wir einen Überblick darüber, wie groß die Familie ist. Irgendwann wird das aufhören. So, Kompliment über Kunst machen, weil wir kennen natürlich seine Kunstwerke. Dann reden wir ein bisschen über Interessen. Liebevoll umarmen. Okay. Er geht brav auf Toilette. Hat sie jetzt schon? Nee, kannst du dich bitte jetzt endlich deinem Enkelkind vorstellen? Tag verschönern. Okay, die kennen sich. Und die kennen sich auch. Okay, dann ist es 22 Uhr. Es ist zwar Freitag, aber trotzdem sehr spät. Das heißt, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Hier warte ich noch, bis sie sich ihrem Enkelkind endlich mal vorgestellt hat. Okay, Tag verschönern. Und dann gehst du bitte auch. Sisi ist bei der Tagespflege zurück. Ja, schön. Schön, schön. Okay, und Elsa ist jetzt auch zu Hause. Alles klar. Sehr gut. Gut, damit haben wir unsere Familie auch wieder besucht. Die Familie, die uns ständig besucht, die uns ständig ein bisschen nervt. Und wir haben einfach jetzt drei Enkelkinder bekommen. Drei! Wie schnell geht das bitte? Okay, wir haben eine neutrale Nachbarschaft. So, dann bitte. Einmal alle schlafen gehen. So. So, du gehst bitte nochmal aufs Töpfchen und dann gehst du schlafen. Gerade wurde noch unsere Gemüsekiste vom Biohof geliefert und zum Glück kann ich jetzt noch ein Schokocroissant essen. Gemüsekiste, Schokocroissant, irgendwie passt es gerade nicht zusammen. So, die Familie gesehen. Genug für den Rest des Lebens, ja. Es hat bei allen das Telefon geklingelt. Und ich dachte, es wäre irgendjemand gestorben, aber es passiert einfach nichts. Okay. Okay. Was macht Alice hier? Ist da eben eine Gemüsekiste plus? Also so eine Gemüsekiste hätte ich auch sehr gerne. Bitte schlaf. Dankeschön. Um 0:20 Uhr hat das Kleinkind geschlafen. Oh Gott. Oh Gott. Meine Snow hat jetzt fünf Enkel. Den einzigen Enkel hat sie heute erst kennengelernt als Kleinkind. Aber ich finde es so cool, dass es solche Mods gibt, die das einfach ein bisschen beeinflussen und ein bisschen die Geschichte vorantreiben. Und ich finde es sehr schade, dass es von EA aus nicht geht. Das ist wirklich sehr schade. Weil das richtig cool war. Auch in Sims 3 hat mir das immer so viel Spaß gemacht, dass die Nachbarschaft sich quasi weiterentwickelt hat, während man nicht gespielt hat. Okay, die Leute schlafen relativ schnell aus. Du kannst bitte dann auch mal ein bisschen mit deinem Ratti spielen. Mit Ratti dem Vierten mittlerweile, weil ich mich nicht um kleine Ratten kümmern kann. Und dann verwenden, duschen. Es ist Samstag, 5:30 Uhr und die Familie ist wach. Okay. Dann einmal Zähne putzen. Und dann
kann er hier aufräumen, kann Föhn und Betty zum Essen rufen und sie kann jetzt erstmal kochen. Und zwar macht sie Miso-Ramen. Mach einfach was Leckeres zum Frühstück. Bitte fackel die Bude nicht ab, dankeschön. Die vier Mädels sind zwar auch noch Kleinkinder, aber die kannte sie schon. Ich finde es nur schade, dass die Enkelkinder nicht bei Oma übernachten können. Das ist tatsächlich schade, aber es gibt einen Mod, mit dem man die Kinder übers Wochenende wegschicken kann. Also eigentlich auch in der Woche, aber der heißt der Spend Weekend With Mod. Und dann kannst du die Kinder quasi übers Wochenende weggeben. Du hast dann zwar die Kinder nicht, aber naja. Man muss damit leben, was EA einem gibt. Beziehungsweise was die Modder machen. Sie hat nur eine Portion gemacht. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig gewesen. Dann mach bitte ein bisschen mehr. Gemüseteigtaschen, eine große Familiengröße, bitte. Eieiei. Diese Familie. Und bitte einmal da säubern, in der Dusche singen. Und dann bitte die Toilette verwenden. Sie hat Hunger, aber sie muss auch gleichermaßen noch schlafen. Und dann, wo man Sleepover-Partys veranstalten kann. Ja. Wirklich? Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Vielleicht kann man das auch irgendwie umfunktionieren und damit die Kinder bei der Oma übernachten lassen. Funktioniert das? Der ist auch von Little Miss Sam. Der kommt mir gar nicht bekannt vor, deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht. Da müsste ich dann mal nachgucken. Warum kannst du nicht kochen? Ist hier noch was im Ofen? Nee, kannst du bitte die Gemüseteigtaschen fortsetzen? Ich muss leider gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Stream und morgen einen schönen Tag. Danke fürs Dabeisein, Lalalu, und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. So, dann bitte einmal alle essen. Dankeschön. Dankeschön. Du hast schon gegessen, du musst noch essen und du musst auf jeden Fall auch essen. So. Oder von Kawaii Stacy. Weil, also, die Mods von Kawaii Stacy habe ich gar nicht so im Blick. Da habe ich halt nur den Slice of Life. Und dann kann er die Schüssel nochmal füllen. Ich kann mich ja an deinen Briefkasten. Du kommst ja wohl an meinen Briefkasten. Okay, sie kommt jetzt auch endlich zum Essen. So, kann dann jemand dem Hund vielleicht noch ein paar Tricks beibringen? Okay, sie schläft einfach. Sie liegt einfach mitten im Weg und schläft. Sehr schön. Sehr schön. Okay, die Wäsche ist immer noch nicht trocken. Das Slice of Life funktioniert bei mir nicht mehr, trotz Aktualisierung. Hey, das ist ganz seltsam, aber bei mir geht der noch. Also ich habe den aktualisiert und der funktioniert noch. So. Kann er dann mal eine erfrischende Dusche nehmen? Es ist Samstag. Wir könnten theoretisch mit unserer Familie einen kleinen Ausflug in die Stadt machen. Aber ich weiß nicht, ob heute... Also heute ist Gruseltag. Ich weiß nicht, ob irgendwas in der Stadt los ist. So, sie kann dann mal die Wäsche weglegen. Sie müsste mal auf Toilette. Und kann dann auch nochmal duschen gehen. Er braucht noch ein bisschen Spaß. Kann er sich mal in der Sauna entspannen? Ich habe jetzt zwar gesagt, sie soll doch bitte Gemüseteigtaschen nehmen, aber okay, dann kann sie auch die Erbsen essen. Ich hasse es, dass die Sims die kleinen Kinder direkt wieder aus dem Hochstuhl rausholen. Na gut, dann ist. Ich habe vorletztes Wochenende meine gesamten Mods geupdatet, habe die meisten Mods von Little Miss Sam und nur ein paar wenige weitere. Ich habe auch gar nicht so viele mehr. Also was heißt gar nicht so viele? Von Little Miss Sam habe ich halt durch diese
kleineren Mods eine ganze Menge. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass die Wäsche auf der Leine sich ja sogar bewegt. So ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob die sich mehr bewegt, wenn es windig ist, aber so ein bisschen bewegt sie sich. Hallo Luca, herzlich willkommen. Warum steht sie eigentlich so rum? Warum singt sie nicht? Hallo Lailune, herzlich willkommen auch dir. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Und seid bereit für Sims. Wir können auch mal die Freundschaft anbieten und dann gib mal ein bisschen Platz. Ist ja noch jemand in der Badewanne? Nee, okay. Hunde sind einfach so niedlich. Jetzt bin ich endlich halbwegs satt. Ich werde nach dem Stream auch noch was essen, glaube ich. So, er genießt einfach so sein Leben. Level 4 der Videospielfähigkeit erreicht, das ist auch in Ordnung. So, sie macht danach noch ein bisschen Ausdauerlauf. Gibt es hier noch irgendwas zu machen? Vielleicht baden. Habe ich eigentlich alles soweit beschäftigt? Der Baum. Warum ist der Baum verweckt? Was ist da passiert? Was? Hä? Alle gießen. Hast du in den Nachrichten gehört, was passiert ist? Nein, haben wir nicht. Was ist denn passiert? Hat noch jemand Kinder gekriegt von unserer Familie? Nee, Gott sei Dank. Ich hätte keine Lust auf noch einen weiteren Familienbesuch. Okay, dann hören wir ein bisschen auf zu singen, machen wir auch ein bisschen Sport. Sie ist deprimiert, weil sie ihren Hamster vermisst. Den Hamster, den sie nie gesehen hat. Aber okay. Oh, Moment. Das Gehege muss sauber gemacht werden, der Käfig. So. Ich frage mich immer noch, ob hier eigentlich wirklich zwei Sims nebeneinander duschen können. Wir probieren das mal aus. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich war das jetzt sowieso zu früh. Aber theoretisch sind das ja diese Duschen, die mit Schneeparadies kamen. Und theoretisch. Ich verstehe es nicht. Oder sind diese Duschen gar nicht dazu gemacht, dass es solche Gemeinschaftsduschen sind? Aber ich dachte eigentlich, die wären dafür gemacht. Schade, dass es bei Sims 4 keine Zeitungen gibt, oder? Nee, doch. Also, ich finde es schade, dass es keine Zeitungen gibt, das wollte ich sagen. Hallo Arion, danke fürs Folgen. Ich kenne dich von Gnur. Nice. Ich finde es immer noch cool, dass das Video halt noch so viele Leute kennen. So. Ach so, er wollte jetzt anscheinend nicht duschen. Moment. Weil sie geduscht hat, oder wie? Ja, das wird dann wahrscheinlich so sein, dass mein System hier nicht funktioniert mit dieser Trennwand dazwischen. Nee, das funktioniert nicht. Hä? Ich dachte, das wären. Also, wir haben doch Schneeparadies. Und das sind die Duschen aus Schneeparadies. Und ich war der Meinung, dass das solche Gemeinschaftsduschen sind. Weil ich der Meinung war, dass die vor diesem Wasserbecken-Dings auf diesem einen Grundstück waren. Und dass die Sims da halt duschen, bevor sie dann in dieses Wasser reingehen. Und ich dächte, das wären solche Gemeinschaftsduschen gewesen, dass da zwei Sims nebeneinander duschen können. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, warum das nicht funktioniert. Sie kann dann noch mal ein bisschen Sport machen. Ach, sie kann hier mal ein bisschen was machen. Vielleicht nach Geschlecht getrennt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es auf dem Grundstück so war. Aber wir könnten theoretisch.
Ja, wir machen jetzt einfach mal einen Ausflug mit der Familie hin. Hallo Andi, herzlich willkommen. Sollte auch funktionieren mit an die Uni, kamen ja auch solche rein und da klappt das. Wo ist das denn? Nee, das ist ein Mietobjekt. Da, das Onsen-Badehaus. Da gehen wir jetzt einfach mal mit der Familie hin. Wir nehmen einfach die anderen beiden Kinder mit. Ja, okay, das sind alle. Aber die Sims mögen ja nicht vor anderen duschen. Aber da hat das, glaube ich, auch funktioniert. Ich bin irritiert. Warte mal, das ist kein CC, nee. So. Und hier ist ja, hier sind ja diese Duschen. Ich werde das jetzt ausprobieren. Erfrischende Dusche nehmen. Wir werden jetzt einfach alle einfach mal duschen. Es sind ja 4 Duschen, von daher passt das. Hier funktioniert das. Warum funktioniert das hier? Das ist ihr Problem gewesen. Warum funktioniert das hier aber zu Hause nicht? Vor allem ist es bei mir, also bei uns zu Hause, genauso aufgeteilt. Irritierend. Badesachen haben die Sims an, ja, aber zu Hause ja nicht. Na gut. Dann muss ich das irgendwie herausfinden, wie das funktioniert. Wir schicken sie erstmal nach rein. Kannst du mal richtig spielen? Ich spiele doch richtig. Wir haben halt einfach die beiden Jungs jetzt nicht mitgenommen zu diesem Familienausflug. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Es ist einfach so typisch, Leute. Es ist so typisch. Egal, wo sie ist. Sie fängt an mit Stricken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ihr Problem ist. Aber okay. Strickt sie wenigstens irgendwas, was wir gebrauchen können? Nee, oder? Wir können das auf jeden Fall säubern. Okay, dann strickt bitte einfach. Haben wir hier schon alles? Okay, da hatten wir schon alles. Dann strickt jetzt bitte ein Pullover. Ja, da fehlen noch welche. Oh, das Romantikfestival findet in der Stadt statt. Okay, sie gehen jetzt sowieso alle raus. Das heißt, wir gehen jetzt alle einfach mal zum Romantikfestival. Und wir nehmen einfach. Wir können Louis nicht mitnehmen. Und Sebastian hat anscheinend ein bisschen Prügel abbekommen. Okay, dann hör auf mit Stricken. Und dann gehen wir zum Romantikfestival. Dann haben wir das jetzt ausprobiert. Die Sims haben sich so ein bisschen entspannt und jetzt können wir einen schönen Tag in der Stadt machen. Mit Geistern anfreunden. Ja, bitte nicht. Ich finde Geister so anstrengend in Sims. Aber trotzdem habe ich mir das Geisterpack geholt. Okay. Jetzt singt der Flamingo. Das Kostüm ist aber auch cool mit den ganzen Federn. Ich würde tatsächlich auch voll gerne mal so ein schönes, lustiges Kostüm anziehen. Okay, könnt ihr euch jetzt bitte normale Sachen anziehen? Bitte? Wo ist es denn? Da, Outfits. Outfit ändern. Einfach mal Alltagskleidung. Dankeschön. Bitte zieht euch alle mal an. Outfits, Alltagskleidung. Das sah gerade ein bisschen gruselig aus. Outfit ändern, Alltagskleidung. Und du bitte auch. Outfit ändern, Alltagskleidung. So, und dann könnt ihr ein bisschen Tee trinken. Die beiden können von Hochzeiten fantasieren.
Und dann ihr Gelübde danach erneuern, wenn er also fertig gemalt hat. So, Gelübde mit Stella Lotario erneuern. Er macht es mal. Die beiden Süßen. Voll süß. Und er läuft einfach rum, bleibt direkt daneben stehen. Alles okay. Kontrolliert die Emotionen wegen emotionaler Achtsamkeit. Okay. Oh ne, ist er krank? Nein, irgendjemand in der Nähe ist krank. Toll. Toll. Kannst du mal bitte Hausaufgaben machen? Was für eine wunderschöne Zeremonie. Don und Stella erneuern ihr Ehegelübde. Ja, sehr schön. Ich bin sehr stolz auf euch. So, dann können sie auch mal ein bisschen Tee trinken. Okay. Okay, das passt ja mit dem Feuerwerk, dass gerade ein bisschen die Sonne untergeht. Und danach kann sie ein bisschen singen. Bis dann, Hunde Queen. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Wie bitte? Du kannst deine verheirateten Sims zusammenziehen lassen. Okay, haben wir aber schon. Sie wohnen seit 3 Jahren zusammen. Okay, dann trinken sie ein bisschen Tee. Die Liliana hat einfach gar keinen Bock mehr auf uns. Die beiden machen hier ihre Hausaufgaben. Sie ist traurig, weil es sehr warm ist. Okay, dann kannst du Outfit ändern. Alltagskleidung? Kann sie das alleine? Okay. Und dann kann sie mal ein bisschen mit ihrer großen Schwester reden. Geschichten erzählen. Wer ist das? Ah, die Tina Tinker. Das Romantikfestival ist mein Lieblingsfestival. Ja, ich finde das auch sehr schön. Ich finde das voll süß gemacht. Aber ich muss sagen, die GeekCon hat auch was, weil man da ein bisschen was gewinnen kann. Und beim Schräger Humor Festival, glaube ich, das finde ich auch ganz cool. Okay, sie ist müde, das heißt, wir müssen sowieso bald nach Hause gehen. Ich warte jetzt noch, bis sie ihre Hausaufgaben fertig gemacht hat. Sie singt ja noch ein bisschen. Auch wenn sie irgendwie nicht singt. Aber okay. Danke für dein Abo, Sydney. Dankeschön. Und hi. Die Jury ist sich nicht einmal sicher, ob der Flamingo eine Frau oder ein Mann ist. Und wann wird das quasi aufgeklärt? Am Ende oder wenn diejenigen rausfliegen? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, Sydney. Okay, sie hat jetzt einfach gesungen, aber sie hat irgendwie nicht gesungen. Dann sing mal bitte weiter. Kannst du bitte nicht mit Tina plaudern, einfach singen? Oh, unser Hund hat uns geschrieben und hat geschrieben, die Ausgangssperre beginnt bald. Wenn du nicht schnell nach Hause gehst, wird es Ärger geben. Okay, dann geht nach Hause, Kinder. Du kannst deine Hausaufgaben noch machen. Und dann kannst du auch nach Hause gehen. Sie singt halt einfach nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ah, okay, so ein bisschen singt sie. Misha hat auch seine Folge Masked Singer mit ihren Sims aufgenommen. Oh, das muss ich noch angucken. Okay, das war's. Nach Hause. Bye bye. Tag ist vorbei. Festival ist zu Ende. Wir gehen jetzt. Ach so, okay. Okay, sie ist halt einfach ein bisschen unsichtbar geworden. Aber okay. Dann nimmt sie einfach mit. Ich finde es schön, dass die Sims ihre Kinder dann auch wirklich mitnehmen und die nicht da rumsitzen lassen. Wenn einer rausfliegt, nimmt er sie die Maske ab. Ah, das ergibt Sinn. Das ist dann ziemlich cool.
Dann weiß man zumindest gleich, wer drunter war. Es hätte ja auch sein können, dass sie sich das quasi bis zum Ende aufheben und dann in der letzten Folge quasi sagen. Ja, übrigens, der da rausgefallen ist, das war der Hausmeister. So, sie geht dann bitte nochmal auf Twitter. Ist hier wieder was kaputt? Okay, darum kümmern wir uns morgen. Und dann habt ihr bitte ein Tech der Mächte, damit ihr noch ein bisschen Spaß kriegt. Und ihr geht jetzt einfach schlafen. Du gehst nochmal aufs Töpfchen und dann schlafen. So, aber es war so klar, sie kommt nach Hause und dann macht er erstmal ein bisschen Sport. Was hat er da für eine Emotion, weil das Thermostat kühler gestellt ist? Ja, das müsst ihr dann morgen ändern. Tobsuchtanfall bekommen. Nee, das machst du mal bitte nicht. Bitte als einfach aufs Töpfchen gehen und dann ins Bett. Das wäre... Nee, nee, nee. Bitte. Sei einfach im Flur eingeschlafen. Ich möchte einmal ein Kleinkind haben, das nicht im Flur einschläft. Aber der Hund hat sie geweckt. Sehr schön. So, sie schläft jetzt auch schon. Er könnte jetzt auch mal schlafen. Warum schläft er nicht? Dann hat 1660 Simoleons am Feiertag verdient. Ja, sehr schön. Der Feiertag war grauenhaft, weil wir wieder nichts gemacht haben. Oh Mann, ey. Ich sollte mir das echt angewöhnen, mal ein bisschen mehr zu machen. Dein Haus ist eben so groß. Ja. Ich freue mich tatsächlich schon darauf, wenn Cici dann ausziehen wird und sie kriegt von mir halt ein kleineres Haus. Es wird so ein Tiny House. Welcome. Sandra, danke für den Raid. Hallöchen. Hallo, was habt ihr gespielt? Wie geht's euch? Leute, ihr habt schon ein bisschen Drama verpasst. Und danke für den Host, Sandra. Hi. Hi, du Süße. Thank you. Danke für den Host, Lena. CC Shopping. Ah. Nice. Also, es ist ein Wunder, dass Sandra da ein Ende finden kann, weil ich persönlich, wie der Bot schon sagt, ich könnte mich da nicht zusammenreißen. Ich würde da 3 Jahre dran sitzen und mir einfach die ganze Zeit CC runterladen. Dann danke für die Follows. Moment, jetzt muss ich gucken, wo der Anfang ist. Moment, wie spricht man deinen Namen aus? Asrat. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht, es tut mir leid. Aber danke fürs Folgen. Kassa, danke fürs Folgen. Hummel, danke fürs Folgen. Chili, Lia, Bambire, Lea und Paula, danke euch fürs Folgen und herzlich willkommen. Wir haben schon, also prinzipiell hätte ich gesagt, es ist bei uns nichts Spannendes bisher passiert, aber wir haben tatsächlich schon 3 Enkelkinder bekommen. Kannst du bitte nicht kochen? Kannst du bitte erstmal duschen gehen? Wir haben 3 Enkelkinder bekommen und der Mann unserer Tochter hat sowohl mit ihrer Zwillingsschwester als auch mit der Mutter seiner Frau geflirtet. Also es war schon so ein kleines bisschen Drama. So ein kleines bisschen. Und Laura, danke auch dir fürs Folgen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und das alles ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, okay? Normalerweise bin ich dafür verantwortlich, dass meine Sims so viel Drama haben, aber da hatte ich nichts mit zu tun. Und ich war schon ein bisschen glücklich darüber, aber wir haben 3 Enkelkinder. Ich muss mich schon wieder verabschieden. Danke fürs Reinschauen, Sarah, und bis zum nächsten Mal. Und Theresa? Theresa, es gibt dir beide Namen, ich weiß nicht, welche richtig ist, aber danke für den Host, dankeschön. Und Joti, danke fürs Folgen auch dir. Was hattest du denn für ein Soundproblem? Also von Soundproblem kann ich ja auch ein Lied singen. Als ich noch mit Streamlabs gestreamt habe, hatte ich ja ständig Soundprobleme. Wo bist du schon in der Disney Legacy? Wir sind noch in der ersten Generation. Also diese schlafende Schönheit hier, das ist unsere Schneewittchen, unsere Stella. Und das hier... Und das hier ist Cici, unsere Cinderella.
Mein Gaming-PC hat den Sound nicht an den Streaming-PC übertragen. Ah. Sagte sie und tat so, als wüsste sie, wie komplex das sein kann, obwohl sie keine Ahnung hat, wie das mit einem Streaming und einem Gaming-PC funktioniert. Das lag nur daran, dass sie es erst gecheckt hatte, als sie schon live war. Oh nein, das ist immer so ärgerlich, wenn man vor, also wenn vorher alles funktioniert hat und dann geht man live und irgendwas funktioniert nicht. Hallo Resi, herzlich willkommen. Ich hoffe, dein Tag war okay, obwohl er anscheinend stressig war. Es tut mir leid, dass er stressig war, aber morgen wird bestimmt besser. Und dann kann jemand hier mal bitte die Toilette säubern. So, sie geht dann auch mal bitte wieder in der Dusche singen, damit sie ihre Singfähigkeiten noch ein bisschen aufbessern kann. Okay, Frühstück ist schon fertig, na Gott sei Dank. So, ihr geht es gut. Er isst jetzt noch. Und Don muss dann auch essen. Wir kriegen das hin. Und dann kann er hier mal ein bisschen reparieren. Und er kann da reparieren. Suki, danke fürs Folgen und auch dich herzlich willkommen. So, wer kümmert sich jetzt um Betty? Ja, setz mal das Platztraining fort. Und dann? Okay, dann müsste das eigentlich alles seinen geregelten Lauf nachgehen. Flynn hat die Folge in den Tuning-Teil erhalten. Ja, sehr schön. Das wird er niemals benötigen, aber okay. Ich sehe gerade. Irgendeiner meiner Sims hielt es anscheinend für eine gute Idee. Don. Don hat einfach ein leeres Glas hier reingestellt, als wäre es Deko. Ich krieg doch die Krise mit diesen Sims. Können Sie bitte nicht. Können Sie einfach bitte nicht. Dankeschön. Sondern kann sie ein bisschen Berglauf machen. Und er kann hier noch ein bisschen schweres Gewicht heben. Und dann kann er noch ein bisschen meditieren. Der ökologische Fußabdruck deiner Nachbarschaft hat den Status Grün erreicht. Erfahre mehr in der Lektion ökologischer Fußabdruck. Ja, schön. Zu viele Hausaufgaben. Ich saß 6 Stunden an denen. Und Schulschluss hatte ich um 15 Uhr, also Videokonferenzschluss. Oh nein, das ist immer so ärgerlich, wenn man so lange für Hausaufgaben benötigt. Aber du hast es jetzt hinter dir, du hast es geschafft. Und von daher kannst du stolz auf dich sein. Ist hier noch was kaputt? Das ist so viel Wasser. Betty hat den Befehl Platz gelernt. Sehr schön, dann bring ihr doch mal bei Fußball. Und Don hat unsere Dusche zerstört. Ja, das ist toll. Ich hatte auch immer Geschirr im Badezimmerschrank. Ich verstehe die Sims dann nicht. Warum? Was bringt es ihnen, wenn sie das hier oben hinstellen? Furchtbar. Furchtbar, diese Sims. Ich bin jetzt nochmal neugierig, ob wir schon wieder Enkel bekommen haben. Nee, Gott sei Dank. Also ich weiß nicht, ob Gott sei Dank oder schade, weil es ist natürlich schön, wenn sich unsere Familie erweitert, aber so alt ist Stella ja nun noch gar nicht. Aber sie hat schon schön abgenommen. Also ihre Midlife-Crisis hat sie halt echt ein bisschen vorangetrieben. Und jetzt sitze ich gemütlich in meinem Bett mit Laptop und esse ein Vanilleeis mit Schokosauce. Oh, jetzt will ich auch Eis, Resi. Jetzt will ich auch Eis. Toll. Toll. Damit du das wegräumen kannst. Ja, so ist es. Die Sims machen das alles nur, damit ich beschäftigt bin. Okay, sie möchte mit ihrem Kind sprechen. Aber das Kind kann eigentlich alles alleine. Sie braucht dann noch ein bisschen Spaß, dann kann sie mit Puppen spielen. Ich habe alles unter Kontrolle, Leute. Es ist ein Wunder. Es ist echt ein Wunder. Ich hatte übrigens gestern mit meinem anderen Spielstand, also mit meinem privaten Spielstand. Was ist das? Mit meinem privaten Spielstand gespielt und dieses Ding ist einfach in Flammen aufgegangen bei mir. Ich weiß nicht, woran es lag, aber urplötzlich hat das Ding gebrannt. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Und es gab gerade Pommes und Salat, aber Pommes. Ich liebe Pommes. Pommes ist meine liebste Art, Kartoffeln zu essen. So. Okay, sie spielt da jetzt. Das heißt, sie kann noch ein bisschen
Berglauf machen. Magst du kurz erklären, wer wer ist? Ich bin neu hier. Also das Wichtigste ist, dass das hier unsere Schneewittchen ist. Unsere gute Stella. Und das hier ist unsere Cinderella. Bei uns wird sie CC genannt. Also CE, nicht so wie der Custom Content. Und die anderen sind modische Katastrophen und ihre Geschwister, deren Namen ich ständig vergesse. Also wirklich ständig. Ich muss immer nachschauen, wie die Geschwister heißen, weil ich mir bei 7 Kindern nicht merken kann, wer wer ist. Aber warum ist sie nicht blond? Das kommt in der Teenagerphase, weil wir haben das Glück gehabt, dass Don und Stella 3-mal Zwillinge hintereinander bekommen haben. Und die ersten beiden Paare Zwillinge sind schon ausgezogen. Die nächsten beiden werden tatsächlich zu Erwachsenen, noch bevor Stella zu einem Kleinkind, zu einem Kind wird. Und wir haben gesagt, dass dadurch, dass so ein großer Altersunterschied ist, Cici am Ende, habe ich Stella gesagt? Ich meinte Cici, dass Cici am Ende nicht so ein Wunschkind war und sich dann in der Teenagerzeit richtig mit ihrer Mutter fetzt und dann so richtig rebellisch ihre Haare blond färbt, nichts mehr mit ihrer Mutter zu tun haben möchte und sowas, sodass sie sich halt streiten. Und mit Don ist alles okay, die beiden kommen dann ganz gut klar anscheinend, denke ich mal, außer das Spiel macht irgendwie was anderes. Aber Stella und Cici werden sich richtig fetzen. Und ich freue mich schon darauf. Und dann wird sie sich blond färben. Und dann ausziehen. Irgendwann. Und dann geht's weiter. Und ich weiß nicht, ob. Also man hat es gerade nicht gesehen, weil mein Kopf davor ist, aber Stella hat gerade gepupst. Das macht sie sehr häufig. Sie hat ihren Antrag damals von Don bekommen und das Erste, was sie danach gemacht hat, ist, dass sie gepupst hat. Sie ist unsere Pupserin. Aber die blonde Haarfarbe, die kommt noch. So, nein, wir wollen heute nicht zum Flohmarkt. Ich hab genug von meiner Familie. Wir haben jetzt 3 Tage oder so mit unserer Familie verbracht. Mit unseren Nichten, Neffen, Enkeln. Das reicht vollkommen aus. Diese Familie ist einfach viel zu groß. So, sie spielt so schön. Ach, das ist voll niedlich, wie sie einfach hier steht und mit ihrem Püppchen spielt. Sehr schön. Okay, Ratti hat gerade irgendwas gemacht. Oh, Ratti ist so ein bisschen einsam. Okay, dann spiel mit ihm, fütter ihm ein Leckerli, frag nach seinem Tag, frag nach anderen Nagern, erzähl ihm ein Geheimnis und rede mit ihm. Dank der Mini-Raketenstarts von Ratti dem Vierten konnte ein lukrativer Asteroidenabbau betrieben werden. Einige der mitgebrachten Weltraummineralien wurden zum Dank im Haushaltsinventar hinterlegt. Okay. Okay, was haben wir denn jetzt im Haushaltsinventar? Ungewöhnlicher Meteorstein. Okay. Ich müsste mal den Move-Object nochmal auf. Bitte jetzt keinen Schluck aufkriegen. Ich habe immer so Angst, dass ich im Stream Schluck aufkriege. Okay, wir haben noch Erdbeeren. Verkaufe ich einfach mal den Teller. Und das kann ich auch verkaufen. So. Sehr schön. Kann er mal aufhören zu meditieren. Kann sich jetzt erstmal um seine Ratte kümmern. Um Ratti den Vierten. Die ersten 3 sind leider nicht mehr unter uns, um es mal so zu formulieren. Und dann kann... Ach nee, er braucht noch kein Essen machen. Das ist noch viel zu früh. Was kann Don dann machen? Weil mehr trainieren muss er eigentlich nicht. Er hat schon die meisten Muskeln, glaube ich. Sie läuft einfach noch ein bisschen. Sie kümmert sich um das Hundi. Oh, da kommen die ersten... Oh nein, was ist los? Warum gehen meine Pflanzen alle kaputt? Was mache ich falsch? Don muss in einer Stunde zur Arbeit. Ja, das ist okay. Dann haben wir ihn wenigstens ein bisschen aus dem Haus. Ach man, das ist jetzt ärgerlich. Ich wollte ja eigentlich hier so ein kleines Gewächshaus hin machen für Stella, aber ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Geld. Hm. Aber immerhin hatte Ratti 2 ein glückliches Leben. Ja, das stimmt. Ratti 2 ist die einzige Ratte, die wirklich an Altersschwäche gestorben ist. Und darauf bin ich ein bisschen stolz. Also nicht, dass Ratti 2 die einzige Ratte war, die an Altersschwäche gestorben ist, sondern dass er so lange überlebt hat.
Irgendwie sah das gerade ein bisschen komisch aus mit dem Oberteil hier. Super entspannend. Ich gehe jetzt schlafen und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen, Lea, und ich wünsche dir eine gute Nacht und morgen einen schönen Mittwoch. Er ist sehr entspannt. Wirklich. Danke, Chrissy, fürs Folgen. Herzlich willkommen. So. Sie kümmert sich so toll um Betty. Jetzt wollte ich gerade Ratti sagen. Oh, sie hat ganz schön abgenommen, Leute. Sie hat ganz schön abgenommen. Also, das hat sie richtig durchgezogen. Ich bin ein bisschen stolz auf sie. Okay, er kümmert sich hier um die Pflanzen. Das ist schön. Schön, schön. Ich bin nur für eine kurze Zeit zu Besuch hier. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Unsere Familie lässt uns auch nicht in Ruhe. Wir haben nicht mal einen Wohnungsschlüssel für ihn. Okay. Warum auch immer er dann... Achso, er geht jetzt einfach auf Arbeit. Ich wollte gerade sagen, er kann dann Abendessen kochen. Aber das wird dann Abendessen um 15 Uhr. Okay. Sie kann dann mal auf Toilette gehen und dann macht sie einfach das Abendessen. Und ich hoffe einfach... Buntbarsch aus der Pfanne. Ich hoffe einfach, dass sie nicht die Bude abfackelt. Es wäre so typisch und es würde mich nicht überraschen. Aber ja. Studierst du eigentlich was, Anna? Ja, ich studiere Informatik. Und danke fürs Folgen, Mina. Herzlich willkommen. Ah, das ist einfach so süß, wie die beiden zueinander sind. Dann rede mit ihm. Mit ihr. Umarmen sie. Nochmal reden. Streicheln. Nachmachen. Seeproxli? Ich habe den Namen bestimmt falsch ausgesprochen. Es tut mir leid, aber danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Ich bin so schlecht darin, Namen auszusprechen. Das ist furchtbar. Oh, sie hat einen Lebensstil freigeschaltet. Sie ist dynamisch. Okay, Sims mit dem Lebensstil dynamisch lieben es, aktiv und in Bewegung zu sein. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, er erzählt wieder Witze. Na toll. Na toll. Na richtig, sehr schön. Sehr schön. Mann, die beiden sind so goldig. Ich lieb's. Ich hoffe, sie kriegt später... Ah nein, sie kriegt ja nicht dieses Hundemerkmal. Ihre Merkmale sind ja vorgegeben. Das war einfach exakt im richtigen Moment zu ihr geswitcht. Oh nein, es tut mir leid, dass ihr das jetzt mit anhören musstet, aber ich musste es mir ja auch anhören. Er ist halt wirklich so voll bei der Sache. Aber so voll. Okay, jetzt nicht mehr. Alles klar. Kannst du... Flynn ist zu gelangweilt vom Meditieren. Versuche es später noch einmal. Aha. Kann er denn Yoga machen? Ist es dieselbe Fähigkeit? Ich glaube ja, oder? Ja, es ist dieselbe Fähigkeit. Okay, dann mach einfach ein bisschen Yoga. Es muss echt schön sein, Yoga zu machen, während man da diese Holzplatten anschaut. Wunderbar. Ich spiele auch gerade die Challenge. 4 Kinder, 2 Kleinkinder und ein Baby in einer kleinen Hütte. Oh Gott. Also ich bin echt froh. Also wir hatten auch so eine Zeit, da hatten wir 4 Kleinkinder, dadurch, dass es halt immer Zwillinge waren. Aber wir hatten kein Baby. Zum Glück. Also das wäre richtig hart geworden, glaube ich. Ich bin echt ein bisschen sehr stolz auf sie, dass sie das so krass durchzieht. Kann sie jetzt noch ein bisschen? Nee, kann sie jetzt nicht mehr. Okay, das heißt,
Jetzt kann sie, okay, das ist sie jetzt einfach. Sie kann ein bisschen singen üben. Einfach ein bisschen singen üben. Und dann kann er noch was essen. Und sie Rührei mit Speck essen, okay. Okay, das macht sie da oben. Okay, sie hat gar keinen Bock mehr. Sie singt einfach. Oh, Leute, wir haben schon wieder Herbst. Hatten wir nicht erst Winter? Oh mein Gott, die Kinder haben bald Geburtstag. Wir können auch, das habe ich mir nämlich schon überlegt, wir machen später das Zimmer hier weg, wenn er ausgezogen ist, und machen da einfach noch ein bisschen Terrasse dran. Und dann sieht das Haus von vorne vielleicht auch ein bisschen freundlicher aus. Habe ich jetzt schon beschlossen. So, kann sie bitte noch ein bisschen weiter singen? Sie muss schon wieder auf Toilette. Warum muss sie schon wieder auf Toilette? Okay, ich verstehe das nicht. Der gute Louis kommt zu uns zu Besuch und macht natürlich erstmal Sport. Da ist noch ein Teller. Kannst du den bitte wegräumen? Sie kann bitte erstmal aufs Töpfchen gehen. Und dann kann sie schlafen. Wieso kommen eigentlich immer unsere Kinder zu Besuch? Ich verstehe es nicht. Haben sie mittlerweile auch Kinder bekommen? Nee, Gott sei Dank. Okay, und dann kann er das Todspielentraining fortsetzen. Er macht heute wenigstens auch noch was. Ich finde es aber richtig schön, Geheimhandschlag. Mit Lieblingsspiel prahlen. Ich finde es schön, wie die Geschwister sich untereinander auch verstehen. Handmassage anbieten, dann mach das mal. Mega das coole Haus, hast du das selber gebaut? Ja! Das ist tatsächlich eins der wenigen Häuser, die ich wirklich von Grund auf selber gebaut habe. Und ich bin so stolz darauf, dass es so aussieht, wie es aussieht. Weil wir uns das alles selber erarbeitet haben. Hast du das Haus in der Galerie? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das diese Version ist, die in der Galerie ist. Aber eine Version davor ist, glaube ich, auf jeden Fall in der Galerie. Betty hat gelernt, sich totzustellen. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann gib Pfote. Und dann kannst du die Schüssel füllen. Aber wenn wir das hier oben dann umgebaut haben. Flynn hat den Lebensstil glücklicher Single freigeschaltet. Oh Mann, diese Familie ist einfach einsam. Wenn wir das hier oben umgebaut haben und das hier unten dann wahrscheinlich zum Büro gemacht haben, weil das ein bisschen klein ist, werde ich es auf jeden Fall nochmal geupdatet hochladen. Aber zwei Versionen sind, glaube ich, auf jeden Fall in der Galerie. Einmal eine Version, wo das Haus noch komplett anders aussah und einmal ungefähr in dieser Variante. Kann man was tun, dass keine Monster unter dem Bett sind? Jedes Mal werden alle wach, kurz bevor sie eingeschlafen sind. Kurz bevor sie eingeschlafen sind, werden sie wach. Ja, es gibt eine Lampe dafür, die hat aber bei mir nicht mehr funktioniert und deswegen habe ich das über das MC Command Center komplett ausgestellt. Also ich habe die Monster komplett deaktiviert. Normalerweise ist das nicht so meine Strategie, aber dadurch, dass die Lampen halt einfach wirklich überhaupt nicht mehr funktioniert haben und ich weiß nicht warum, habe ich sie einfach ausgemacht. Ja, doch, die Monster habe ich ausgemacht, nicht die Lampen. So, warum hat sie eigentlich noch Hunger? Aber egal. Okay, hat noch jemand aus der Familie Hunger? Nee, dann packe ich das mal weg. Den Mikrowellenkuchen kann sie dann auch mal weglegen. Ah, okay, sie geht einfach so von selbst schlafen. Das ist auch okay. Das ist ja auch okay. So, er kann dann noch mal... Oh, wie spricht man deinen Namen aus? Ich möchte ihn nicht falsch aussprechen. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen genau ausspricht. Danke für den Abo. Dankeschön. Heißt er auch so in der Galerie? Ja. Ich habe auch überall den Hashtag Andrea312 mit dazu geschrieben. Das heißt, ihr könnt mich auch einfach über den Hashtag finden. Dre. Danke für dein Abo, Dre.
Dankeschön. Wie hast du das ausgeschaltet? Uno momento, wir finden das kurz hier raus. Linguine, danke fürs Folgen, herzlich willkommen. Ich glaube beim MC Command Center über. Nee, da nicht. Nee, da auch nicht. Oh, das war hier irgendwo. Moment. Motivabfall? Nee. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Spieleinstellungen? Nee, da war ich gerade eben schon, oder? Irgendwo ging das. Irgendwo konnte man das einstellen. Populationen? Nee, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wo könnte das denn sein? Interaktionsverhalten? Da hier. Also bei MC Tuner Interaktionsverhalten ändern, Monster unter dem Bett erlauben und das deaktivieren. Das ist die Einstellung, wo ich es deaktiviert habe. Spielst du öfter Sims? Mehr oder weniger regelmäßig. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich streame ja 5, 6 Mal in der Woche, dass ich an 1 bis 2 Tagen auf jeden Fall Sims spiele, damit wir in der Challenge auch ein bisschen weiterkommen. Also ich würde sagen, ich spiele relativ häufig Sims. Also nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Kann auch mal sein, dass es in einer Woche mal keinen Sims gibt, aber das ist halt eigentlich eher die Seltenheit und kommt nur vor, wenn ich wirklich 5 Tage die Woche Sims gespielt habe. Fusselcake, danke fürs Folgen, herzlich willkommen. Danke, Sidi, von dir. Nichts zu danken. Nichts zu danken. Ich helfe, wo ich helfen kann und wenn es halt nur das Monster unterm Bett deaktivieren ist. Okay, die Bäume stinken. Ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Aber sie sehen auf jeden Fall umwerfend aus. So, Don ist jetzt von der Arbeit wieder zurück und kann dann mal schlafen gehen. Ach, Leute, diese Familie. Sie machen mich gleichzeitig wahnsinnig und super glücklich, weil irgendwie finde ich die Familie cool. Es freut mich, liebe Sims. Ich auch. Ich auch. Ich bin damit aufgewachsen und ich spiele Sims 4 jetzt schon seit mittlerweile 7 Jahren? Nee, so lange ist es noch gar nicht draußen, oder? Wann kam Sims 4 raus? War das 2016? 2014? Ich weiß es nicht. Aber ich spiele es seit Release und ich liebe es immer noch. Mia, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. 2014. Schon so lange her? Okay. Ja, seit 2014 spiele ich Sims 4. Und hier sind wir. Immer noch nicht fertig damit. Okay, er kann da mal duschen. Okay, das verwelkt gleich, wollte ich sagen. Das ist bald schlecht. Was heißt Katzenalarm? Da hole ich den Kater, meinen Kater in den Stream. Da locke ich ihn direkt her. Er ist teilweise freiwillig hier, nicht so häufig, aber manchmal, da entscheidet er sich spontan, dass er mal auf den Tisch springt und sich vor meinen Monitor setzt. Aber bei Katzenalarm hole ich eben bewusst in den Stream. Ich spiele auch vor kurzem Legacy. Ich konnte mich halt nie selber durchringen, so eine Legacy-Challenge zu spielen. Ich hatte auch mal die 100-Baby-Challenge angefangen, aber die ist mir dann tatsächlich zu eintönig geworden. Und, oh nein, sie ist krank. Oh nein, sie hat die Grippe. Tja, das heißt, sie wird jetzt wohl erstmal eine erfrischende Dusche nehmen und dann wird sie zum Arzt gehen. Beziehungsweise ich würde am liebsten jetzt einfach mal die ganze Familie dann zum Impfen schicken. Aber das machen wir dann am Nachmittag wahrscheinlich. Jedenfalls hatte ich die 100-Baby-Challenge gespielt und die war mir aber zu eintönig und dann habe ich mir tatsächlich damals im Sommer 5 Challenges rausgesucht und habe abstimmen lassen, welche ihr sehen wollt und da hat die Disney Legacy gewonnen. War wenig überraschend, weil ich die auch sehr cool fand. Aber ja.
Ich spare meine Punkte auf den Kater. Auf die kleine Zicke. Cool, würde ihn gerne mal sehen. Ansonsten könnt ihr auf meinem Instagram auch fast täglich Fotos und Videos von ihm sehen, weil ich teile sehr viel. In welcher Generation bist du? Wir sind noch in der ersten Generation, aber bauen halt gerade die zweite mit Cinderella auf. Was ist deine Lieblingschallenge? Ich spiele tatsächlich eigentlich wenig Challenges. Also ich habe davor die 100 Baby Challenge gespielt. Die hat anfangs Spaß gemacht, aber nicht auf Dauer für mich zumindest. Und ich finde die Disney ganz cool. Ich fand aber auch die... Oh, wie hieß sie? Wie hieß die Challenge? Müsste ich mal im Discord nachgucken. Da habe ich die alle zur Abstimmung gegeben gehabt, wenn ich jetzt... die Not-So-Berry-Challenge war das. Die finde ich auch sehr interessant. Die habe ich selber auch noch nicht gespielt. Vielleicht spiele ich die irgendwann mal im Stream, aber da muss erst das hier fertig sein. Und die Schwarze Witwe fand ich auch interessant. Und dann hatte ich noch zur Auswahl die Rex Riches und die City Life, aber ja. Hörst du dir irgendwann, wenn es draußen ist, Sims 5 holen? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Also ich habe mir von Sims 1 an alles geholt, von daher weiß ich nicht, warum ich bei Sims 4 aufhören sollte. Okay, sie ist jetzt auch munter, das heißt, sie kann auch mal in der Dusche singen gehen und dann auf die Toilette. Heute werden einfach mal Reste gegessen, weil ich glaube, wir haben keine mehr. Na gut, dann werden doch nicht nur Reste gegessen. Gut, dann mach mal bitte einen energiereichen Proteinteller. Wie viele Kinder hast du schon von den 7? 7. Also wir sind mit den Kindern durch. Oh ja, Schwarze Witwe hat auch Spaß gemacht. Also, ich weiß gar nicht, wie lang die sein kann, aber ich fand die halt irgendwie auch super witzig. Wenn sie nicht so lang ist, vielleicht mache ich sie dann irgendwann noch, aber erstmal wird das hier fertig gemacht, damit ich wenigstens eine Challenge mal fertig kriege. Was macht man bei der Not-So-Berry-Challenge? Da hat man verschiedene Farben und die Generationen bauen auf diesen Farben auf und dann hat man wie hier bestimmte Vorgaben, die aber halt nicht so an... Also hier ist ja alles an die Disney-Geschichten angelehnt und bei der Not-So-Berry-Challenge ist es halt nicht so, dass an irgendwas angelehnt ist. Ihr könnt auch danach mal googeln, dann müsstet ihr eigentlich relativ einfach die ganzen Regeln finden. Die Challenge ist von Lil Simsy. Kennst du Paralives? Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie Paralives wird. Also ich habe die Trailer verfolgt, ich habe mir Screenshots dazu angeguckt. Ich bin auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr begeistert von Paralives und ich bin wirklich gespannt, ob das halt eine fähige Konkurrenz für Sims wird. Aber ich habe große Hoffnungen tatsächlich. Und wenn Paralives rauskommt, ich habe das schon auf meiner Wunschliste, sobald es rauskommt, werde ich mir das holen. Selbst wenn das als Early Access kommt, ich werde es mir höchstwahrscheinlich dann holen, weil ich so neugierig auf das Spiel bin. Und ich hoffe, dass es gut wird. Danke fürs Dabeisein, Johanna, und ich wünsche dir eine gute Nacht. Spielst du auch Zelda auf der Switch? Warten ihr alle, was es zum 35. Geburtstag von Zelda gibt? Ich habe ein Zelda-Spiel auf der Switch. Und das habe ich noch nicht durchgespielt. Aber ich habe überlegt, ob ich das irgendwann im Stream spiele. Aber ich weiß nicht, ob das zu lang ist. Da muss ich gucken. Aber ich denke mal, dass ich das auch irgendwann durchspielen kann. Okay, dann bitte einmal frühstücken, alle. Bitte. Daisy muss zur Schule. Ja, das ist okay. Dann kann sie mal bitte... Okay, er braucht nicht mehr frühstücken. Hat er Hausaufgaben gemacht? Ja, hat er. Dann kann er noch mal kurz die gute Betty streicheln. Aber wer bin ich? Keine Sorge, du hast noch Zeit. Das ist am Ende nicht mein Problem, weil ich lasse dich ausziehen und dann bist du raus in der Wildnis und dann machst du, was du willst. Ich habe in Sims 1 immer die Challenge gespielt, dass niemand stirbt. Hat nur manchmal geklappt. Ich musste gerade dran denken, dass es bei Sims 1 ja noch keine Alterung gab und ich dachte mir so, okay, meintest du das jetzt als Witz, dass ihr sowieso niemand sterben kann? Oder
sind dir deine Sims dann durch Feuer oder ähnliches gestorben. Ich bin auch total neugierig. Ich bin auch neugierig, Leute. Ich bin auch die Neugierenperson, also ist ganz schlimm. Breath of the Wild. Nee, das habe ich nicht. Ich habe das Remake. Oh, wie hieß es? Wie hieß es denn? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das, was es damals, glaube ich, schon auf dem Gameboy gab. Nee, nicht auf dem Gameboy. Auf irgendeiner Konsole gab es das. Aber es war, glaube ich, nicht Breath of the Wild. Mir fällt der Name nicht ein. Ocarina of Time war es auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber das, was es halt damals schon gab. Oder war das Breath of the Wild? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Zelda ich habe. Ich habe Paralives auch auf der Wunschliste. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Ja, ich auch. Aber ich habe nicht so die Hoffnungen. Also, ich denke mal, das wird das nächstes Jahr rauskommen. A Link to the Past? Nee, ich glaube, so hieß es auch nicht. Wie hieß das denn? Moment, das google ich jetzt. Furious Pete, herzlich willkommen. Und hallo Grieche, herzlich willkommen auch dir. Wie heißt das denn? Das kann auch nicht wieder. Das kann auch nicht sein. Link's Awakening, Leute. Link's Awakening. Das habe ich. So, ich glaube, dann kann ich. Nee, das packe ich mir noch nicht weg. Weil Junior hat noch nicht gegessen. Achso, Junior ist gerade. Okay, dann brauchst du nicht noch essen. Ja, Link's Awakening ist das, was ich habe, was ich damals als Kind schon nicht durchgespielt habe. Und jetzt habe ich es immer noch nicht durchgespielt, aber irgendwann. Warum muss er eigentlich so wenig arbeiten? Er verdient doch gar nicht so viel, dass er sich das leisten kann. Dann suchen wir halt wieder einen Gelegenheitsjob für ihn. Chili, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. So. Level 5 der Malereifähigkeit, das haben wir bestimmt nicht, immer noch nicht. Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Das haben wir. Dann machen wir das. Danke fürs Folgen, Grieche. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich bin sehr schlecht darin, Namen auszusprechen. Okay. So. Sie geht aufs Töpfchen. Das ist sehr schön. Und sie kann dann noch ein bisschen laufen ohne Schweiß, bitte, weil ich keine Lust habe, sie nochmal duschen zu schicken. Und dann kann sie ja mal reparieren. Und dann säubern. Ah, sie ist echt schlank geworden. Also ich habe eine ganze Weile gedacht, dass das bei Sims halt überhaupt nichts bringt, wenn sie sich halt gesünder ernähren und Sport machen. Aber es bringt echt was. Und danke fürs Folgen, Furious Pete. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Dienstag. Muss ich gerade kurzzeitig überlegen, ob heute wirklich Dienstag ist. Okay, wir haben Post. Das sind bestimmt die Rechnungen, oder? Wie viel müssen wir bezahlen? 4000! Das geht voll. Das ist okay. Das ist vollkommen legitim. So, und dann können wir theoretisch... Okay, sie macht jetzt erstmal ihren Sport noch ein bisschen weiter. Die Kleine spielt da drüben. Das ist alles ganz entspannt. Und unser Hund genießt einfach das Wetter draußen. Also es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Apropos nicht zu kalt. Wir stellen das Thermostat mal bitte aus. Wobei, wir können es eigentlich mittlerweile auf ein bisschen wärmer stellen. Flitschi, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. So. Sie hat dreckige Hände und schlechten Atem. Das können wir reparieren. Aber erstmal, ja, kenne deine Stipendien. Das kriegen wir jedes Mal mit unseren Teenagern. Aber am Ende geht dann doch fast niemand auf die Uni. So. Wann kommt Don wieder? Das dauert noch ein bisschen. Okay. In der Zeit, achso, das habe ich schon aufgetragen. Okay, wer ruft denn an? Ein Lehrer musste heute auf dem Flur einen Streit zwischen Daisy und einem anderen Schüler schlichten. Was sollen wir tun? Die sollen das unter sich klären.
Daisy hat einfach 6 Geschwister, die kriegt das schon hin mit Streits. Du kannst deinen Baum weiterentwickeln. Aber welcher von denen? Welcome. Danke für den Raid, Chris. Herzlich willkommen, Leute. Na? Alles gut bei euch? Thank you. Danke für den Host. Wird das jetzt mittlerweile extra angezeigt, wenn man geradet wird, dass man auch gehostet wird? Ist das neu? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das kam vorher nie automatisch. Ich liebe Wind Waker, weil es so schön fröhlich mit cooler Musik ist. Breath of the Wild ist von der Welt her toll, aber von der Atmosphäre so düster. Ich habe tatsächlich, als ich mir die Switch geholt habe, überlegt, welches Zelda ich mir hole, und ich konnte mich einfach partout nicht entscheiden, weil es einfach so viele gab, aber ich nicht direkt ohne Spoiler irgendwie rausfinden konnte, welches die besten Teile waren. Und dann habe ich Link's Awakening gekauft, weil ich mir dachte, naja, gut, fange ich damit an, weil das, glaube damals noch mit am neuesten war. Und dann habe ich das angefangen zu spielen und dachte mir so, irgendwie fängt jedes Zelda-Spiel gleich an, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, 3 Zelda-Spiele gespielt. Und dann ist mir aufgefallen, dass Link's Awakening einfach nur das Remake von einem Teil ist, den ich vor 20 Jahren gespielt habe. Ich weiß nicht, wann der Teil rauskam, aber es kommt mir so vor, als wäre das 20 Jahre her. Und dann dachte ich mir so, okay, von allen Teilen, die ich mir kaufen konnte, habe ich mir den geholt, den ich damals schon hatte. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay, weil so habe ich wenigstens die Chance, den mal durchzuspielen. Was bedeutet eigentlich hosten? Dann wird mein Stream auf dem Kanal von der Person angezeigt, die mich gehostet hat. Das heißt, wenn du jetzt auf den Twitch-Kanal von Chris gehen würdest, würdest du meinen Stream sehen. Das ist hosten. Und das kann man machen, ob man online ist, ob man offline ist, und ja. Leute, die halt quasi dann den Kanal besuchen, sehen dann halt meinen Stream. Oder den Stream von der Person, die du eben hostest. Das ist eine ganz nette Art und Weise, auf Leute aufmerksam zu machen, wenn man entweder geradet hat oder wenn man gar nicht erst online ist. Minimausi, danke für den Follow, herzlich willkommen! So. Okay, sie steht jetzt quasi da ein bisschen in der Gegend rum und weiß nicht, was sie machen soll. Weil alles irgendwie nicht funktioniert. Kann ich diese Pflanzen eigentlich irgendwie noch retten? Weiß ja nicht. Also der Hund schläft gerade. Das Kind ist auch halbwegs zufrieden. Nashville, danke auch dir fürs Folgen. Herzlich willkommen. So, können wir noch irgendwas mit ihr machen? Versuchen, ein neues Wort zu lernen? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ansonsten kann sie hier erstmal wie verrückt aufwischen. Gute Nacht, Anna und Chat. Viel Spaß euch noch. Danke fürs Dabeisein, La Luna, und bis zum nächsten Mal. War das ein Alien? Was ist denn mit den Pflanzen? Ich habe keine Ahnung. Sie stinken irgendwie. Sie haben eigentlich umwerfende Qualität, aber sie stinken. Und ich kann irgendwie nichts mit ihnen machen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Du kannst die Pflanzen noch retten, wenn einer deiner Sims Gartenfähigkeiten 9 oder 10 hat. Wir haben 6. Also ich glaube, das wird nichts mit Pflanzen retten. Okay. Sie bringt ihr jetzt eigentlich Worte bei, aber das bringt nichts, weil sie das schon kann. Oh, wir haben 840 bekommen. Oh. Ja, schön. Hallo Ella, herzlich willkommen. Haben wir schon die Rechnung bezahlt? Post bekommen? Anscheinend nicht. Alle Pflanzen stinken irgendwie. Ich glaube, du kannst doch einen Profigärtner engagieren dafür. Das kann sein. Ich mache das einfach mal. Das wird uns natürlich ein bisschen Geld kosten, aber ich weiß nicht. Ich habe noch nie wirklich so mit Pflanzen gespielt. Deswegen ist das alles ein bisschen neu für mich. Und sie kann dann mal ein Figurengemälde malen. Ah, sie hat noch schlechten Atem. Das heißt, sie kann auch Zähne putzen. Okay, er braucht ein bisschen Spaß. Hat er jetzt den Profigärtner engagiert? Anscheinend schon. Okay. Dann kann er die Schüssel füllen.
Warum? Ach so, das geht auch. Hä, das geht automatisch weg? Ich verstehe es nicht. Aber du kannst dem Hund jetzt einfach mal Sitz beibringen. Setzt sie sich jetzt in die Schale. Ja, sie setzt sich in die Schale. Keramik meins? Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Leute, ich und Namen, ne? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, gibt's denn eigentlich wieder Enkelkinder? Nee, aber die anderen Enkelkinder sind zu Kleinkindern geworden. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Aber zum Glück erstmal keine neuen Enkelkinder. Die drei haben erstmal ausgereicht. So, jetzt ist erstmal Slice of Life, Körperpflege, Impfung besorgen. Hoppala, jetzt habe ich falsch gedrückt. Impfung besorgen und dann geht bitte die ganze Familie einfach mal impfen. Hallo Jewel Sims, herzlich willkommen. So, die Schulprojekte, die habe ich einfach schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich finde es schön, dass die ganze Familie jetzt einfach mal impfen geht. Damit ich nicht den ganzen Herbst und den ganzen Winter über mit irgendwelchen kranken Sims geplagt bin. Ich kann einfach kein Deutsch mehr. Ich schicke sie mal kurz zur Tagespflege. Auch wenn eigentlich Sisi damit in der Auswahl mit drin war, oder? Ja. Grippeimpfung erhalten. Ja, mach das mal. Schräger Humorfestival und der Geburtstag von Daisy naht. Hab zu tun. Wir sind beim Impfen. Es ist ja Mittwoch schon Geburtstag und der Geburtstag von Flynn naht. Und dann wird Sisi auch bald zum Kind. Okay, Sisi ist von der Tagespflege zurück. Warum ich? Wegen Impfung. Die Krankenschwester konnte Stellas Ader nicht finden, was zu einer Menge Einstiche führt. Oh nein! Das ist ja doof. Sie ist auch ein bisschen deprimiert. Aber hey! Ich hoffe, Impfung läuft ab in 14 Tagen. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sie ist ansteckend. Dann geht sie bitte gleich nochmal los und geht einfach nochmal ins Krankenhaus und lässt sich behandeln. Weil ich habe keine Lust auf kranke Sims. So, sie kann dann mal die Toilette benutzen. Dann bitte das verdorbene Essen ausräumen. Was ist ihr Problem? Ich wüsste gerne, was ihr Problem ist. Aber okay. Aber impfen tut man ja an den Muskeln. Wahrscheinlich gab es deshalb so viele Einstiche. Ja, ist okay. Kannst du jetzt bitte aufhören? Stella? Lebensstil gewonnen. Auch die gute Daisy ist ein glücklicher Single. Why not? Es ist einfach so typisch für diese Familie. Don, kannst du bitte nach Hause kommen? Objekt zurücksetzen, danke schön. Eieieiei. Stella verschwindet aus dem Rampenlicht. Okay. Das ist in Ordnung. Sie kann dann... Nee, wir machen das nicht. Sie wird... das Gemälde fortsetzen. Er wird das Abendessen servieren. Und zwar macht er Onigiri und zwar große Familiengröße. Und dann... Nee, du gehst... Doch, du kannst schlafen gehen. Hä, warum hast du schon was gegessen? Warum isst unsere Familie einfach ohne uns?
Also warum essen Teile der Familie einfach ohne andere Teile der Familie? Aber du kannst es dann mal reparieren, weil es ist erst 20 Uhr. Dumm ist es vielleicht nochmal aufs Töpfchen gehen. Aber ja, wir holen jetzt einfach mal ein paar Reste aus dem Kühlschrank. Nee, das vielleicht nicht unbedingt. Das. Ah, nee, das wollte ich nicht. Aber egal, dann kann sie hier so einen Salat nehmen. Und dann kann sie zumindest schon mal schlafen gehen, bevor der ganze Rest der Familie gegessen hat. Weil sie ja sowieso mehr Schlaf braucht als der ganze Rest. Ja, das ist wunderschön. Bisher. Also ich bin gespannt, was das wird. Hoffentlich ein Meisterwerk. Ich möchte mal wieder ein bisschen extra Cash haben. Damit sie hier früher oder später noch ihr Gewächshaus bekommt. So. Hat er die Fähigkeit auch maximiert? Ja, hat er. Oh mein Gott. Oh, wusste das gar nicht mehr. Hat er? Ach nee, okay, er ist jetzt dabei. Und dann kann die Familie essen. Nee, er braucht gar nicht mehr essen. Er hat schon gegessen. Dann kann er sich nochmal um Ratti den Vierten kümmern. Wir reden nicht darüber, was mit den anderen dreien passiert ist. Und dann kann er schlafen gehen. Ich habe das mit dem Profigärtner gemacht, aber der war immer noch nicht da. Kommt der erst am nächsten Tag? So, sie kann dann noch was essen und dann geht sie bitte schlafen. Und sie kann bitte auch erstmal was essen, bevor sie schlafen geht. Das wäre ganz schön. Es wäre angenehm. Okay, sie isst jetzt auch was, das heißt, ich kann das wieder wegpacken. Und dann kann sie auch schlafen gehen. So. Okay, sie hat nicht aufgegessen, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und er kann dann auch schlafen gehen. Wunderbar. Es war so klar. Es war einfach so klar, dass irgendwas kaputt geht. So. Okay, sie ist hundemüde einfach, aber sie kann dann halt auch gleich schlafen gehen. Gärtner kommt immer morgens. Okay. Okay. Das wusste ich nicht, weil ich den so gut wie nie engagiert habe. So, ich wollte gerade sagen, wird hier noch abgeräumt. Und dann ist die ganze Familie am Schlafen. So, das Bild kann sie dann morgen verkaufen. So. Ich würde jetzt aber speichern und dann für heute erstmal Feierabend machen. Ich bin ja morgen wieder da. Ach, Leute. Das war. Ich gucke nochmal ganz kurz. Okay, es ist bei den drei Enkelkindern geblieben. Ich wollte nämlich gerade sagen. Sind die noch verheiratet? Ja, sind sie. Sehr gut. Ist sie mittlerweile verheiratet? Nee. Aber es ist okay. Es ist vollkommen okay. Also, Leute. So, speichern und verlassen. Ich mache dann, wie gesagt, für heute erstmal Feierabend.